Bis Sonntag, Check 24, Doppelpass. Marc, herzlich willkommen. Wir haben ja erst den zweiten Spieltag, aber es muss einem ja Angst und Bange werden. Die Bayern sind schon wieder in Meisterform, allen voran. Robert Lewandowski und Thomas Müller zaubern gegen den VfB. Das war eine Machtdemonstration, die seinesgleichen sucht. Also geht es denn so weiter wie in den letzten Jahren auch. Tristesse dabei, wer dagegen im Schwabenland. Keine Punkte, keine Tore, kein Mumm. Und darauf haben wir lange gewartet, auf die Pressekonferenz unseres Bundestrainers Joachim Löw. Lang ist sie gegangen, die Pressekonferenz. Tiefgreifende Maßnahmen wurden uns versprochen. Was ist passiert? Kaum personelle Veränderungen. Was wurde uns da verkauft? Eine Mogelpackung oder ein wirklicher Neuanfang? Vielleicht kann er uns helfen, denn er ist DFB-Integrationsbeauftragter. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hier ist Kakao. Warst du gestern auch ein bisschen frustriert, als du das Spiel gesehen hast vom VfB? Ja, ein Stück weit schon, obwohl das ein bisschen zu erwarten war, schwieriges Spiel. Aber ich hätte ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet, war es leider wieder ein Sieg für die Bayern, sehr deutlich am Ende. Du hast extra was mitbekommen oder mitgebracht, oder beziehungsweise wir haben das natürlich rausgekramt. Ich habe gerade gesagt, kein einziges Tor, kaum ein Torschuss gestern. Erinnerst du dich noch an das hier? Ah ja. Also das war eher ein bisschen jünger, aber unwesentlich. War in Bielefeld, wie wir sehen. Ne? Ja, in Bielefeld, zweiter Spieltag von der Meistersaison. Überraschend damals. Todesmonats oder was? Genau, damals, ja. Das waren noch schöne Zeiten, oder? Ja, das waren noch Zeiten, ja, für den VfB, das stimmt. So. Ja. Lass mal so stehen. Unsere weiteren Gäste heute Morgen. Ich freue mich sehr, ja. Angesichts der Bundesliga, lange Vorstandsvorsitzender bei Eintracht Frankfurt, Herbert Buchhagen, guten Morgen. Von der FAZ, Michael Ureni. Guten Morgen, guten Morgen. Den brauchen wir eigentlich auch nicht vorstellen. Präsidiumsmitglied ist er jetzt bei Borussia Mönchengladbach. Hans Meyer, Hans. Er ist freier Journalist, Oliver Trust. Sport 1 Experte Marcel Reif. Und unser Schiedsrichter-Experte ist auch wieder da, Bernd Heinemann. Guten Morgen. So, Erfrischung gibt es auch schon. Keine Angst, wie immer bei uns. Alles alkoholfrei. Und wie auch sonst immer. Macht Ruth weiter. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, alle zusammen. Hallo. Ja, wie fanden Sie die WM-Analyse, liebe Zuschauer? Wir mussten ja rund 2 Monate darauf warten und am Ende, ja, hat sich der Bundestrainer reumütig gezeigt, hat Fehler eingeräumt, das muss man sagen, selbstkritisch war er, aber so wirklich weltbringende Erkenntnisse gab es da nicht oder große Veränderungen. Oder was sagen Sie? 3 neue Spieler, ein paar Verschiebungen im Betreuungsstab, vielleicht ein paar taktische Überarbeitungen. Was bringt uns das am Ende? Reicht das für die Kehrtwende? Die Frage der Woche, liebe Zuschauer, für Sie. Kann Löw die Nationalmannschaft wieder an die Weltspitze führen? Rufen Sie uns an unter der neuen Nummer 01379011011 und schreiben Sie uns wieder via Facebook und Twitter. Wir bringen das dann wieder in unserer Sendung unter. Am Donnerstag gibt es ja dann die erste Bewährungsprobe gegen den Weltmeister Frankreich. Aber wir befassen uns jetzt hier erst einmal mit dem Bundesligaspieltag. Thomas. Vielen Dank, Ruth. Fangen mit dem Abendspiel an. Seit gestern Abend ist es wieder so. Es war ungefähr 19:49, da haben die Bayern das 2-0 in Stuttgart erzielt, dass sie wieder Tabellenführer sind. Und sagen wir mal ehrlich, glauben Sie, dass sie den Platz wieder hergeben?
Kovac kann Bayern. Ich will Anni Henneberg fragen, du bist sein Entdecker, ne? Du bist ja sein Entdecker im Prinzip, ne? Nein, ich bin nicht sein Entdecker. Nico war schon Trainer der kroatischen Nationalmannschaft, hatte Erfahrung in Salzburg gesammelt, war ein großartiger Spieler. Aber es ist richtig, dass ich dem Vorschlag von Bruno Hübner gefolgt bin, Nico Kovac zu verpflichten. Und es war eine sehr gute Entscheidung für Eintracht Frankfurt. Und ich hatte ihn auch schon kennengelernt. Er war im Trainingslager in Abu Dhabi abends mit Borussia Dortmund. Und wir hatten schon oft persönliche Begegnungen. Und da entwickelt man ja auch ein Gefühl dafür, was zu Eintracht Frankfurt passt. Und es scheint so gewesen zu sein, dass es die richtige Entscheidung war. Was für ein Typ ist er? Wie würdest du ihn charakterisieren? Was für ein Typ? So analytisch. Analytisch und beschäftigt sich 24 Stunden mit seinem Bruder Robert, der auch einen großen Einfluss hat. Beschäftigt sich intensiv mit Fußball und findet die richtige Dosierung zwischen den Marketing-Erfordernissen und der Konzentration auf das Zielspiel. Und da liegen seine Schwerpunkte auf dem Fußball. Und das ist immer eine sehr gute Entscheidung. Hast du jetzt das DFB-Thema wieder so ein bisschen angeschoben? Marcel, hast du das richtig verstanden? Marketing-Aktivitäten? Ich glaube. Dazu kommen wir noch. Ja. Nein, Nico, was er hat, er ist ein Kroate. Der hat in seiner ganzen Vita als Fußballer, der hat alles schon gesehen. Also der mag unerfahren sein, was die großen Champions-League-Spiele angeht, weil er es noch nicht hatte. Aber dem machst du nichts vor, glaube ich. Und wenn du ihm was vormachen willst, sagt er, das konnte ich früher schon besser als du jetzt. Das hilft. Spieler merken das, glaube ich. Ja, er hat einfach klare Strukturen, klare Vorgaben. Es geht um Fußball, es geht um die Mannschaft als Team. Und das hat man auch gestern in Stuttgart gesehen, fand ich. Und wenn man anschaut, wie er mit Lewandowski umgegangen ist, wie er jetzt der große Kumpel ist von Boateng, nachdem der dann doch bleibt und er sich für ihn stark gemacht hat, hat man schon den Eindruck, die Spieler wissen, es gibt Grenzen. Und da lang geht's und im Augenblick funktioniert das ziemlich gut. Er hat sich für ihn stark gemacht und hat ihn im ersten Spiel erstmal auf die Bank gesetzt. Damit wissen alle, was los ist im Laden. Ja. Ich glaube, das könnte so weitergehen. Ja. Das in Frankfurt hat man ja auch schon gesehen, dass er einen guten Umgang mit den Spielern hat, die ja gemeinhin oder oftmals als ein bisschen schwierig bezeichnet worden sind. Und eine Mannschaft, die jetzt sich erstmal finden musste, sagen, auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören. Und zwar auch immer so mit der richtigen Dosierung an Ansprache und an auch an Wechseln zwischen den Spielern. Haben jetzt viele geglaubt, ob das jetzt bei Bayern München mit einer ganz anderen strukturierten Mannschaft geht. Die schwierigen Phasen werden sicher erst noch kommen, wenn die Spieler dann auch unbedingt spielen wollen. Aber ich würde auch sagen, nach den ersten Eindrücken, nach der Vergangenheit in Frankfurt und auch in Kroatien, das Zeug dazu hat er bestimmt. Hans, was gefällt dir an ihm? Ich muss mit etwas Negativem beginnen. Ich muss Asche auf mein Haupt streuen, dass ich mich richtig geirrt habe. Ich habe bei Berlin noch mal trainiert, ausgeholfen für 4 Monate und habe Freddy Bobic und Niko Kovac als Spieler Weihnachten übernommen, wo wir an letzter Stelle standen. Und da hätte ich mir damals ein ganz klein wenig mehr Unterstützung als Spieler, als alte Spieler, erfahrene Spieler, Spieler, die was gekonnt haben. Für mich, Hans Meyer, wo sie den Namen erstmal buchstabieren mussten, hätte ich mir gewünscht. Hätte danach gesagt, hey, das lief nicht so, dass ich ihnen die Riesenkarrieren im Fußball in solchen Funktionen zutraue. Und muss mich momentan total entschuldigen, weil sie alle beide es richtig gut machen. Richtig stark. Als Beweis dafür, Niko Kovac übernimmt eine andere Mannschaft als Frankfurt. Also die Erwartungshaltung ist eine andere. Und er übernimmt Bayern. Und nach ein paar Monaten, nach 2 Monaten, 3 Monaten, entschuldigt sich gestern Frank Ribéry, als er ausgewechselt wird. Niko, entschuldige bitte, dass ich kein Tor gemacht habe. Habt ihr das nicht gehört? Er hat ja nicht die Hand vom Mund. Kannst du von den Lippen ablesen oder woher weißt du das? Nein. Das ist ja manchmal gerade Angst wieder aus. Für mich die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, das ist respektvoll. Das ist etwas, wo man spürt, da kann richtig was entstehen. Wir haben 2 Spiele. Wir sollten vorsichtig sein mit diesen absoluten Entscheidungen, aber guck genau hin, was er sagt. Niko, entschuldige bitte, dass ich kein Tor gemacht habe. Nee, das ist auch die typische Geste dazu, ne?
Die Frage, es bleibt aber die Frage, wenn im November Bayern 2-1 in der 60. Minute zurückliegt und der Wechsel... Gegen wen soll das sein? Vielmehr auch die Fantasie oder meinetwegen in der Champions League im Viertelfinale 2-1 zurückliegt. Und dann Ribéry und Robben ausgewechselt werden. Ja. Da bin ich mal gespannt, ob wir ähnliche Bilder sehen. Ich denke, Sie sind auf einem guten Weg, das geklärt zu haben. Nämlich als Nico begonnen hat, habe ich gesagt, ich hoffe, dass alle Verantwortlichen vorher mit diesen beiden geklärt haben. Mhm. Dass man mit 33 oder 34 oder 32 nicht unbedingt so fit sein muss wie Matthäus, den man ja damals rausholen musste, sonst hätte er mit 50 noch mitgespielt. Tatsache ist, dass ich glaube, dass das richtig gut geklärt ist, dass der Nico mit den beiden Jungs gesprochen hat. Klar. Und dass zum Beispiel jetzt, wenn sie rausgenommen werden, schon anders reagieren, als das früher war, wo sie das Gefühl hatten, also man hat was gegen sie. Ich glaube, das schaffen die Bayern, das zu klären. Und das wird wichtig sein, damit sie sich in Ruhe die nächsten 2-3 Jahre auf den totalen Neuaufbau konzentrieren. Hans, wir müssen jetzt mal überprüfen, ob du recht gehabt hast. Ob Franck Ribéry das wirklich zu Niko Kovac gesagt hat. Wir haben natürlich den Trainer gefragt. Klar, wenn er runterkommt, zieht er erstmal eine Miene. Das sieht aus, oh, jetzt ist er richtig stinkig, aber dann versteckt er sich und lacht uns alle aus, weil er sich einen Scherz erlaubt hat. Also von daher. Sah das wie ein Scherz für dich aus? Ja, am Ende schon. Aber ich denke, Nico, ich kann vielleicht so ein bisschen verstehen, als Spieler, auch als älterer Spieler, man will die letzte Stunde genießen, möglichst auf dem Platz. Ich weiß nicht, ob damals bei Nico der Fall war, wahrscheinlich nicht. Sonst hätte er sich nicht... Hat er so gesagt. Ne? Ja, also aber jetzt findet er ihn besser als Spieler, ne? Hat er das meine ich. Aber ich glaube, darauf wollte ich, dass der Nico damals möglichst viel auf dem Platz stehen wollte. Und jetzt mit gewissem Abstand sieht man das anders. Und dann jetzt als Trainer ist man bedacht, man muss auf die Bedürfnisse der Spieler sehen. Und es scheint so zu sein, dass Nico die Sprache der Spieler auch spricht. Ja, dass ein Ribéry oder Robben ihn einfach verstehen, auch mit einer gewissen Härte und Grenze aufzeigt, aber trotzdem dieser Umgang miteinander scheint zu klappen. Aber es ist in der Tat so, vor allem bei Bayern, es sind 2 Spieltage gespielt in der Bundesliga. Die Champions League ist noch nicht da. Das ist das große Ziel von Bayern in der Saison. Deswegen, es ist gut, ein guter Beginn, aber man muss da erstmal abwarten. Das wird eine Frage auch für Niko Kovac sein. Und dann können wir ihn bewerten. Also ich glaube, dass sie intern in der Tat das hingekriegt haben. Und das, was Ribéry macht, wenn er rausgeht, ist, glaube ich, diesen Erziehungsprozess noch mal ganz kurz nachgeholt. Also er geht raus, es stinkt ich ohne Ende, dass er raus muss. Dann sieht er ihn und sagt, Moment, was sollte ich noch mal auf die Tafel schreiben? Ich benehme mich, wenn ich ausgewechselt werde. So. Aber die Gretchenfrage wird doch dann sein, und das ist ja auch für Kovac wirklich neu. In Frankfurt musst du von der ersten Minute an, vom ersten Spiel an, musst du gucken, dass alles funktioniert. Hm. Für die Bayern beginnt die Saison irgendwann Februar, wenn sie richtig Pech haben, erst im März. So, weil ja, mit der Auslosung-Gruppe ist auch nicht meine ich passiert. Die Gruppe. Ich habe mir gedacht, die Pokal ist auch nicht gefragt. Also ich meine, wenn ihr schon die Dinge in die richtige Bahn lenkt, müsst ihr es denn so übertreiben. Mhm. Gut, aber. Ja, in Frankfurt hat man ja bei ihm gesehen, dass er diese K.O.-Spiele mit dieser Mannschaft von der Relegation bis, ich glaube, ein einziges K.O.-Spiel verloren. Das war das Finale gegen Dortmund im Pokal. Ansonsten alle K.O.-Spiele gewonnen. Und das ist ja nun eine Fähigkeit, zumindest was in Frankfurt geleistet worden ist von ihm. Das ist ja etwas, was den Bayern ja zuletzt gefehlt hat, gerade in diesen entscheidenden Spielen der Champions League. Und ich finde, die spannende Frage ist, ob ihm das gelingt, eine Mentalität zu entwickeln, dass die entscheidenden Spiele von Bayern München so angegangen werden wie ein Endspiel und mit der absoluten Leidenschaft und Überzeugung, diese Spiele auch zu gewinnen. Wird ja auch sicher die Frage sein, wie weit kommt Bayern, weil der Kader ist ja sicher nicht mehr so stark, wie er noch vor einigen Jahren war. Er ist älter geworden, aber wenn es ihm gelingt, sozusagen diese Komponente in das Spiel der Bayern mitzubringen, dann denke ich, da ist da mehr möglich, als man vielleicht hin vom Kader und von der Entwicklung im Moment so sieht. Und er testet es ja im Grunde jetzt schon aus, dass er eben Hummels zuerst mal draußen lässt, damit gleich klar ist, was passiert. Im nächsten Spiel spielt er wieder. Dann können sich alle schon mal auf diese Geschichte einstellen. Und man kann auch sicher sein, dass diese ganze Geschichte mit der Bayern-Führung abgesprochen ist. Und wenn es heißt, Niko Kovac kennt Bayern, dann steckt dahinter, dass er mit Uli Hoeneß und mit Kalle Rummenigge diese Nummer besprochen hat und weiß, wie die beiden auch ticken.
Trotzdem kommt irgendwann mal Paris und Manchester City und Real Madrid und Barcelona. Und das ist... Ja, alle das müssen ist, ja nicht gleich kommen. Das ist, also na, damit eine, wenn du Pech hast, einer von denen reicht dann zu Bayern. Ja, ja, gut, und dann erwischst du ein Auswärtsspiel und es gibt richtig mal Haue. Und dann ist alles plötzlich völlig anders. Denn dann nochmal, dann fängt die Saison an. Jetzt hier, das ist ja... Ich habe gestern Abend, ich gucke auf die Tabelle und denke, das ist nicht euer Ernst, oder? Spieltag 2, ist es denn jetzt schon vorbei? Also, kann es denn jetzt noch werden? Furchtbar. Der Spiel übrigens gestern auch sehr ernst genommen. Wir wollen aber erst noch mal Thomas Müller hören zum Trainer. Wir haben natürlich auch mit einem neuen Trainer auch noch mal einen neuen Impuls. Also wer da nicht vor Energie strotzt, ja, der ist fehl am Platz. Und deswegen ist das jetzt für mich nicht überraschend. Aber wir funktionieren als Mannschaft schon sehr gut. Und das ist sicherlich auch ein Verdienst von Niko Kovac und seinem Team. Weil was dazu kommt, ist ja auch schon ein bisschen Ehrgeiz, der nur auch in dieser neuen Saison hochkocht und noch da ist. Wenn man auf die vergangene Saison guckt, die ja für die Bayern nicht so besonders gut ausgegangen ist im Endeffekt. Muss man sich ein bisschen relativieren, wenn ein neuer Trainer kommt, reißen sich doch in der Regel alle Spieler mal wieder ein bisschen ist, ja, zusammen, es, oder? Ja, es ist meistens so und ich weiß noch, damals haben ein paar Trainerwechseln gehabt beim VfB und ich habe mich dann immer aufgeregt, weil die Spieler, die sich dann immer sich ausgeruht haben, ja, wie ein Trainer da war. Und dann war plötzlich ein neuer Trainer da und im Training waren sie auf 110-120%, haben alles gegeben. Ich habe gedacht, warum nicht vorher? Aber es scheint jetzt bei den Bayern nicht der Fall zu sein. Also ich denke schon, dass die Spieler verstanden haben, ein Trainer, der ist motiviert, der will viel. Und ich muss an einen Strang mit ihm ziehen, sonst spiele ich nicht oder werde weniger spielen. Ich denke, das ist eine andere Situation. Das könnte so sein, aber da bei den Bayern glaube ich nicht. Die Konkurrenz ist dann doch zu groß, dass die Spieler das sich das erlauben. Ich gehe aber nicht so viel auf die Spieleraussagen, denn ich habe das doch in Hamburg erlebt, dass ich jetzt Interviews gelesen habe von HSV-Spielern, die gesagt haben, jetzt in der zweiten Liga, jetzt macht uns Fußball wieder Spaß. Ja, aber was soll denn ein Bruno Labbadia, ein Herr Gisdol, ein Bernd Hollerbach, was sollen die denn denken? Die haben ihren Job verloren und die Spieler sind immer noch da und berufen sich jetzt darauf, dass ihnen Fußball wieder Spaß macht. Ja, da fällt mir nichts mehr ein. Ja, aber und deswegen bin ich äußerst... Die Gehälter waren so, dass ihnen auch Fußball von der Motivation her immer hätte Spaß machen müssen. Und von daher bin ich dann immer etwas zurückhaltend, wenn Spieler ihren Trainer im hohen Maße loben. Ja, aber ich denke, in der Situation, bei allen Respekten, HSV mit Bayern zu vergleichen. Auf jeden Fall war Heribert hautnah dabei, das muss ich schon mal sagen. Beide habt ihr recht. Das sollte man momentan nicht machen. Aber als ich im Vorfeld dieser Sendung gehört habe, Heribert, du bist hier, war ich richtig beruhigt, dass ich endlich mal jemanden habe, der mit mir auf einer Wellenlänge ist. Also, so, André Bayern. Die Bayern haben gestern in Stuttgart schon Spaß gemacht. Wir schauen mal auf das 1:0. Durch den Neuzugang durch Leon Goretzka. Man hatte das Gefühl, die Stuttgarter kommen nicht mal in die Nähe des Balles, oder? Nee, das war, man muss sagen, am Anfang noch gut, noch kämpferisch. Und nach dem Tor haben sie dann im Kopf aufgegeben. Und das ist dann gegen Bayern tödlich. Und das war aber super ausgespielt. Vor allem, es ist ein bisschen Zufall dabei. Lewandowski nimmt den Ball nicht richtig an. Von Goretzka überragend geschossen. An- und mitgenommen und überragend abgeschlossen. Da muss ich sagen, alles bewusst gemacht. Das war schon Weltklasse. Und danach hat der VfB keine Chance gehabt. Na, die Szene ist furchtbar, wenn du dir die anguckst. Weil die Stuttgarter sind ja alle da. Hier wird ja nicht ausgepontert. Und nicht, das geht ja von links nach rechts. Also sind alle, wirklich, und zwar buchstäblich alle. Sie sind alle da. Es ist eng. Normal sagt man, da kannst du nichts machen. Und sie kommen nicht hin.
furchtbar. Also das Tor ist, das ist stilbildender, als man hoffen möchte. Also will die Bayern jetzt auch nicht besser machen, als sie sagen, national ohnehin schon sind und international vielleicht, wie sie es gerne wären. Gucken wir mal. Aber was glaube ich, diese Saison noch dazukommen wird, sagen, an Stärke von Bayern, was in der letzten Saison nicht so der Fall war, durch die Vorbereitung unter Ancelotti, da war ja die Mannschaft körperlich nicht in einem Top-Zustand. Und es hat sich ja bis zum Ende der Saison immer wieder gezeigt. Das wird diese Saison bestimmt anders sein. Also da wird vom körperlichen Aspekt und von der Durchhaltefähigkeit bis zum Saisonende bestimmt noch mehr kommen, als das im letzten Jahr der Fall war. Also das ist spekulativ, aber natürlich aber nicht ganz unmöglich. Aber mit ich sehe, wenn ich das Spiel gestern gegen die Stuttgarter sehe ich etwas anderes, was uns Angst machen muss, dass die Bayern, jetzt halten sich all die Bayern-Fans hier drin die Ohren zu, dass sie schon wieder Meister werden. Sie haben das, was sie auf dem Platz gemacht haben, so gut gestanden bei gegnerischem Ballbesitz. Sie haben das so gemeinsam gemacht. Sie haben in der Abwehrarbeit im Grunde genommen dem VfB Stuttgart zu Hause nichts zugelassen. Es ist ihnen gegen Hoffenheim im eigenen Stadion nicht ganz so gelungen. Aber im eigenen Ballbesitz haben sie eine Raumaufteilung, wo du gegen sie alt aussehen musst, mit ihrer Klasse, die sie verkörpern. Die Art und Weise, wie sie gestern gespielt haben, taktisch, das macht mir mehr Angst als ihre körperliche Fitness. Und wir sagen ja, sie haben nichts gekauft. Also sie haben mit Lewandowski den besten Neuzugang seit langem. Einer der besten Mittelstürmer der Welt. Thomas Müller Thomas Müller eventuell auch, wenn der wieder hochkommt. Da haben die zwei Neuzugänge, die hätten andere sehr gerne. Ja, du musst Lewandowski noch sagen, du bleibst hier. Und es wird auch... Ja, auch, und du musst ihn über die Jahre musst du ihm begreiflich machen, dass er wirklich hier bleibt. Also er kann der Berater wechseln, wie viel er will. Ein Zukauf. Also Goretzka war ja auch bei dem Confed Cup ein Jahr, wo er noch ein bisschen Spaß an der deutschen Mannschaft gab, dann einer der stärksten Spieler. Und ich bin auch überzeugt, dass er in einem Umfeld wie Bayern München mit anderen Leuten an der Seite eine viel bessere Saison spielen wird, wird noch mal größer rauskommen, als das bei Schalke jeder Fall für ihn sein wird. Ich glaube, das ist noch jemand, auf den man noch ganz besonders schauen kann. Was du gestern gesehen hast, man kann das jetzt sagen, es ist in gewisser Weise heuchlerisch, nachdem was alles passiert ist davor. Es geht jetzt um Lewandowski, der ja dann auch von sich aus, man war ja ganz überrascht, wo man das gar nicht kennt, dass er nach seinem Tor zu den Fans läuft und die Nähe sucht. Und im Grunde offenbar bemühen sich im Augenblick alle bei den Bayern, diesen Teamgedanken in wachsen zu lassen und irgendwie zu zelebrieren. Wir sprechen gleich über den neuen Prima, Lewandowski. Prima, wird ja eine spannende Saison, wenn ich das so richtig höre. Hi von Arndt und Bent, live aus dem Löwenzeller Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Falls Sie sich fragen, was mit Marcel passiert ist, er hat, glaube ich, versucht, Fußball zu spielen. Kann das sein? Und sag schnell. Eine Bronzebüste von 20 Kilo hat gegen meine zwei kleinen Zehen gewonnen. Aus 1,50 Meter. Also gebrochen, hast du gesagt. Ja. Gute Besserung. Absolut. Na, gute Besserung, kann man schon mal sagen. Alles gut. Ja, also gute Besserung, gute Stichwort, aber besser drauf ist auch wieder Robert Lewandowski. Ein bisschen im Netz geforstet, was Sie da so geschrieben haben, liebe Zuschauer. Interessant fand ich den Kommentar: Handyverbot bei den Bayern macht sich wohl bezahlt, die Spieler sprechen wieder miteinander. Letztendlich hat Goretzka natürlich viel Lob abbekommen, Startelfdebüt, Tor gemacht, ist auch am meisten gelaufen übrigens von den Bayern. Da sagt Maximilian, heute hat Goretzka angedeutet, warum er einer von Deutschlands spannendsten Mittelfeldspielern ist und dem Spiel des FC Bayern einen Impuls geben kann, den es länger nicht gab. Da kommt hoffentlich noch mehr und dann auch in der Nationalmannschaft. Und ja, Robert Lewandowski wurde natürlich auch häufig genannt. Was gab es da für einen Wirbel um einen möglichen Wechsel? Und hier wird gesagt, Levi diese Saison wie ausgewechselt, plötzlich wieder ein richtiger Teil der Mannschaft. Vielleicht hat es ihm gut getan, mal geerdet zu werden. Und Hasan sagt, hätte mir nie gedacht, wie stark Lewandowski nach diesem turbulenten letzten Frühling und Sommer mit der ganzen Wechselthematik zurückschlagen kann. Da muss man auch erstmal auch äußerst viel Professionalität mit sich bringen. Respekt. Also Lewandowski in jedem Spiel getroffen, also in den beiden Bundesligaspielen und im Pokal. Ist es tatsächlich so, dass er vielleicht diesen kleinen Rüffler gebraucht hat? Liebe Runde, die Diskussion für euch. Und wir gucken uns noch mal das 2:0 in Ruhe an.
dachte im ersten Moment, er müsste eigentlich rüberspielen, ne? Weißt du das? Ja, das habe ich auch gedacht. Ein Stürmer macht das. Ja, nicht, ne? Macht er das Tor nicht, dann schimpft, glaube ich, Ribéry was. Ja. Aber das macht er schon überragend. Keine Chance für den Torwart. Ja, Lewandowski ist ein Weltklasse-Stürmer. Wenn er Lust hat, wenn er Spaß im Fußball hat, dann ist er sehr schwer zu halten. Im Strafraum stark, aber auch spielerisch sehr stark. Ja, zeigt er beim Tor, aber auch beim letzten Tor, wo er auf Thomas Müller auflegt, schon in Europa so einen Stürmer zu haben. Lustlos? Ja, hat schon so gewirkt bei den Bayern. Vor allem, wenn man sieht, die Spiele in der Champions League, wo er nicht wirklich zum Zuge gekommen ist, wo er dann auch teilweise diese Frust gezeigt hat, indem er den Ball nicht bekommen hat. Das ist dann auch für sein Spiel dann tödlich, weil der macht sein eigenes Spiel dann dadurch schlechter. Aber man sieht ja, welche Qualität in ihn steckt. Auch bei ihm gilt es. Bundesliga und Champions League sind auch zwei andere Paar Schuhe, aber er wird sich dann auch steigern, hoffe ich, in der Saison. Und in dieser Verfassung wird der Bayern nochmal sehr wichtig werden. Du warst noch nicht so oft hier, ich weiß, zwei Paar andere Schuhe, das ist leider, sind das 3 Euro hier bei mir. Oder Marcel? Kann man machen, ne? Eine gute Sache. Damit er weiß, was hier wobei. Was hast du gesagt? Wobei, mit den zwei paar anderen Schuhen. Also. Macht euch Lust. Nein, machen wir natürlich nicht. Schau uns das Reino noch an. Dann kriegst du noch mal die Bestätigung. Erstmal, wie gut die Bayern drauf sind. Ich habe es lange nicht gesehen, Heribert, dass sie so spielerisch auch so gut harmonieren. Ne? Ballbesitz hatten sie immer. Ne? Stuttgart mit 10 Leuten hinterm Ball. Ja. Und trotzdem entwickeln sie durch, furchtbar ist das. Ja. Durch klares Passspiel entwickeln sie kleine Räume. Und der Direktpass von Lewandowski mit der Hacke jetzt, dagegen ist kein Kraut gewachsen. Müller bewegt sich ideal. Es kommt alles zusammen, um so ein kompaktes Spiel aufzulösen bzw. dann zum Erfolg zu kommen. Ich muss dazu sagen, Lewandowski hat nicht gut gespielt im März, April. Aber die Mannschaften, gegen die er nicht gut gespielt hat, die waren natürlich ebenso kompakt und hatten vielleicht noch etwas größere Klasse in der Innenverteidigung. So einfach ist es nicht, nein, im Viertelfinale der Champions League einen solchen Raum zu entwickeln. Kein Kraut gewachsen, Herbert. Marcel hat schon aufgezeigt. Ja? Nein, es gab natürlich die anderen Probleme. Wenn einer natürlich die ganze Zeit erzählt, er will weg, und dann wechselt er den Berater. Das schafft auch kein gutes Binnenklima. Und wenn dann dieser Mittelstürmer, der nur zwischen Real Madrid und was weiß ich welchen noch galaktischen Clubs umherschwirrt, noch bei dir in der Mannschaft ist und dir die Tore nicht macht. Das ist für ein Mannschaftsgefüge, glaube ich, ist ja auch sein ausgesprochen nervig. Es ist ja auch sein Maßstab. Sein Maßstab ist ja nicht der VfB Stuttgart, dort erfolgreich zu sein oder gegen Eintracht Frankfurt erfolgreich zu sein. Vielleicht im Pokalfinale dann schon, aber ansonsten eher nicht. Sondern das sind die Spiele im Viertelfinale, im Halbfinale der Champions League. Klar. Und daran werden eben diese Spieler eben dann auch nicht zuletzt gemessen. Aber du siehst jetzt hier, der macht ein Tor. Das war schon in Tore geschossen inzwischen. Ja. Das war in Frankfurt schon bei dem Supercup so. Der macht das Tor und dann rennen sie von hinten auch Hummels und andere seiner Lieblingsfreunde, rennen 80 Meter quer über den Platz, um ihm zu gratulieren. Du bist der beste Pole, den wir je hier hatten. Du bist der Schönste, der Größte. Danke, dass du da bist. Also die haben ihn auch so aufgenommen. Das ist dann schon die Voraussetzung, damit er dann, wenn Champions League ist, dann auch dass der ein super Fußballer ist. Und bei Müller auch nach den Misserfolgen, auch nach dieser EM, wirklich nicht einfach. Und das moderieren sie wirklich klasse im Augenblick. Entschuldigung. Nein, alles gut, da hast du ja recht. Also. Ich stelle fest, es wird eine spannende Saison, oder? Wir machen das jetzt so lange weiter, bis wir sagen, wir stellen die Meisterschaft ein. Wir werden Siebter heute einstellen. Wir haben immer Hoffnung, das weißt du doch. Ne? Ja, aber... So, gleich rechnen wir noch ein bisschen über die Transferpolitik der Bayern. Es ist auch von Vorteil, dass da die Weltmeisterschaft gezeigt. Es ist von Vorteil, wenn man einen erstklassigen Mittelstürmer hat. Ich glaube, dass die Spieler der Bayern das auch zu schätzen wissen. Denn wir haben ja erlebt, dass es bei unserer Nationalmannschaft einfach daran mangelt. Bayern kann es sogar leisten, Sandro Wagner zu Hause zu lassen. Also noch nur mit einem hinzufahren. Die haben noch einen zweiten.
Eine spannende Geschichte. Jetzt reden wir erstmal über den VfB. Bleibt ja leider nicht erspart. Also voller Optimismus in die neue Saison gegangen, vor allen Dingen wegen der klasse Rückrunde, die sie in der vergangenen Spielzeit erlebt haben. Aber man muss sagen, ist ein klassischer Fehlstart. Nach dem Höhenflug folgt jetzt die große Ernüchterung. Was ist dein Eindruck? Also ja. Gestern waren sie chancenlos? Oder? Ja, gestern gegen Bayern natürlich chancenlos. Das ist aber, das kann passieren. Ja, das kann passieren. Ich finde, das wird ja auch wichtig sein. Das Problem ist eher, dass sie gegen Rostock verloren haben und ausgeschieden sind aus dem Pokal. Gegen Mainz dann doch 1-0 verloren haben. Und dann sind die Spiele, wo sie die Punkte holen müssen. Nicht unbedingt gegen Bayern, auch wenn sie sich zu Hause besser präsentieren müssen. Jetzt stehen sie schon unter Druck, sind aber erst mal 2 Wochen, wo sie das erst mal aufarbeiten müssen, sollen. Und dann geht es nach Freiburg und gegen Düsseldorf. Das sind Spiele, wo sie die Punkte holen müssen. Sonst wird es schwierig für den VfB. Ich möchte noch nicht von Krise sprechen, um Gottes Willen. Aber man muss aufpassen, dass man da nicht unten reinrutscht, weil das ist schwierig, vor allem mental wieder rauszukommen nach so einer guten Saison und nach so einer Vorbereitung mit den guten Verpflichtungen, mit der guten Kaderzusammenstellung, die schon rechtzeitig da stand und mit denen der Trainer auch gut arbeiten könnte. Das wäre schwierig für den VfB. Oliver, warum hat man zumindest den Eindruck, funktionieren die Trainer in Stuttgart immer nur ein Jahr oder eine kurze Zeit, sage ich mal vorsichtig? Naja, man muss ja sehen, unter welchen Bedingungen Korkut angefangen hat letzte Saison. Da ging es ja wirklich darum, zu retten, was zu retten ist. Und das hat er mit einem klaren Plan gemacht. Er hat auf Routine gesetzt, er hat auf Defensive gesetzt, auf Konter. Und das war ziemlich erfolgreich, obwohl es ganz einfach auch ganz viele Spiele sehr eng waren. Das war jetzt kein Hurra-Fußball und die haben überragend jeden an die Wand gespielt, sondern die haben viele, viele Spiele ganz knapp gewonnen. Und jetzt versucht man, nachdem man alle Positionen doppelt besetzt hat, muss er also zuerst mal diesen neuen Kader moderieren. Dann hat man vor, einfach so einen Taktik- oder einen Strategiewechsel zu machen, mehr Ballbesitz zu haben, Dominanz zu erzeugen. Aber warum macht man das, wenn das vorher erfolgreich war, das andere? Weil das, glaube ich, in Stuttgart auf Dauer nicht durchsetzbar ist, nur so zu spielen. Das ist eigentlich, glaube ich, nicht der VfB. Und das ist ja, und die wissen ja auch, das wissen die Stuttgarter ganz genau, dass sie letzte Saison auch eine Menge Glück in Anführungszeichen hatten bei dieser Strategie. Die geht nicht immer gut. Ja, aber die neue funktioniert ja gar nicht. Naja, sie fangen ja gerade an damit. Ja, ich fürchte ja, dass für die Fans des VfB Stuttgart, dass das wieder so ein typischer Fall ist von einer Bundesligamannschaft. Also im letzten Jahr hatten wir ja schon, dass das eine Halbserie sehr schlecht war, dann die andere Halbserie sehr gut. Mhm. Und wir haben immer wieder Mannschaften, die eine Saison lang hervorragend spielen, weit über ihre Verhältnisse, dann Richtung Europapokal kommen oder sogar reinkommen und im nächsten Jahr dann auch wieder genauso in Abstiegsgefahr geraten. Dass eben die Substanz bei diesen Mannschaften, ob das nun Stuttgart ist, ob das jetzt Wolfsburg ist, die jetzt auf einmal wieder auf 1 sind, ob das der erste FC Köln war, ob das Eintracht Frankfurt zum Teil gewesen ist, diese Mannschaften, die immer so pendeln zum Teil auch in einer Saison, dass die eben nicht die Substanz haben, um dauerhaft zur Spitzengruppe zu gehören, die so festgefügt ist. Und dann sind es dann oft nur die Kleinigkeiten, die wenigen Spiele, die man eben 1-0 gewinnt oder mal 1-0 verliert. Und kann mir nicht vorstellen, dass der VfB in dieser Saison zu einer Spitzenmannschaft sich entwickeln wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja gut, Spitzenmannschaft haben wir nicht gleich gesagt, Hans, aber Substanz haben sie oder haben sie nicht? Aber das wollte ich eigentlich vermeiden, dass ich mich zur Substanz der Mannschaften melde, wo ich nicht richtig dabei bin. Aus der Ferne hätte ich gesagt, als Weihnachten voriges Jahr der Präsident gesagt hat, wir wollen in 2 Jahren eine Spitzenmannschaft sein, wo ich gesagt habe, hey, hat er sich was vorgenommen mit dieser Mannschaft. Und dann beginnt der Bruno, der Trainer, beginnt im Frühjahr eine Serie zu starten, wo man genau weiß, wie das läuft. Da weißt du als Trainer manchmal gar nicht, wie sich das entwickelt. Nämlich da gewinnt positiv so eine Mannschaft einen Lauf,
Genauso wie du als Trainer manchmal nicht weißt, wenn du dreimal hintereinander verlierst, was dann passiert mit dem Kopf vor allen Dingen von den Jungs. Und dass im Grunde genommen die Erwartungen natürlich in diesem Sommer in einer unglaublichen Art und Weise hoch waren, was ich aus der Ferne nicht nachvollziehen kann, muss ich mal ehrlicherweise sagen. Und für eine Mittelklasse-Mannschaft, für eine Mannschaft, die also dort sich zwischen 12 und 8 oder auch zwischen 8 und 14 aufhält, ist es doch nicht zu spät. Brauchen wir doch nicht jetzt nach einer Niederlage gegen Bayern, gegen offensichtlich richtig stark spielende Bayern, an irgendeiner Stelle hinsetzen und den Stuttgartern Ratschläge geben. Das halte ich für übertrieben. Die Erwartungen in Stuttgart sind in einem rasenden Tempo steigen die in riesige hohe Sphären und stürzen auch wieder ab. Und das war jetzt vor dieser Saison mit Sicherheit auch ein kleines Problem. Man muss mal sehen, die haben jetzt wirklich jahrelang Abstiegskampf hinter sich. Die haben große Mühen hinter sich als Verein, eine Ausgliederung hinzukriegen. Das ist ja eigentlich fast das Stuttgarter Wunder gewesen, dass das passiert ist. Und jetzt versucht man eben, eine neue Mannschaft aufzubauen und eine aufzubauen, die einen Kader hat, wo eine Konkurrenzsituation entsteht. Und das ist jetzt Korkuts großer Job, dieses Ding zu moderieren. Uli, reden wir sofort weiter. Man hat aber auch gestern den Unmut ja gehört bei der Auswechslung von Donis. Da reden wir jetzt auch noch gleich drüber. Nach nur einem Spot sind wir wieder da. Das Publikum war überhaupt nicht zufrieden damit. Ne? Nein. Ich fand ja doch ganz gut gespielt. Ne? Donis war einer der besten Spieler beim VfB. Nicht nur bei dem Spiel, ich habe ein Freundschaftsspiel gegen Atletico, der ist gut reingekommen, gegen Rostock dann auch, als er eingewechselt wurde. Und der hat Potenzial auch für das Spiel, das der Trainer spielen wollte. Konnte nach vorne, war er genau der Richtige. Auch nach hinten hat er sehr gut gearbeitet. Wahrscheinlich war das Zeichen von den Fans, dass sie das nicht verstanden haben. Und er war ja der, glaube ich, der bei dem 4-1 letzte Saison die Bayern schwindlig gespielt hat, mehr oder weniger. Da ging es auch nichts mehr. Ist ja egal, aber das haben die Leute nicht vergessen. Wenn einer in Stuttgart ein Tor schießt gegen den FC Bayern, ist er auf ewig ein Held. Das ist gar kein Thema. Und die Leute lieben einfach solche Typen wie den, der eben für Angriff steht, der für Leidenschaft steht und nach vorne. Und, dann konnte man ja auch gar nicht verstehen, aber die letzten Wochen immer wieder als Verkaufskandidat genannt worden. Und dass diese ganze Melange hat also dann zu dieser Geschichte geführt. Wir haben eben über Ribéry so ein bisschen geflaxt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Die Beine haben sich gerade auch nicht die Hand gegeben gerade. Was bildet sich dieses Knäblein eigentlich ein? Er mag ja gut gespielt haben, aber wenn er vom Trainer ausgewechselt wird, dann hat er den Trainer entsprechend nicht zu ignorieren. Zu respektieren. So weit ist Herr Donis noch nicht, um da so einen Abgang da zu produzieren, nur weil die Zuschauer pfeifen. Also ja. Aber ich glaube, sollte man immer die Ohren lang ziehen. Wollte der Trainer denn überhaupt? Ich würde auch gar nicht so hochhängen. Also der Abgang, ich habe Spiele gesehen vom VfB, der Trainer hat einen Spieler, egal welchen Spieler, nicht die Hand gegeben, weil er konzentriert auf dem Spielfeld war. So vorher schon. Und bei der Aktion, der Trainer ist auch nicht wirklich hin, der Spieler dann auch nicht. Das würde ich jetzt nicht so hoch hängen, wirklich. Aber der Spieler ist halt sauer, weil er ausgewechselt wird. Und der Trainer ist sauer, weil er ausgewechselt wird. Ich würde die Aktion gar nicht so hoch. Er hat ja außerdem einen eingewechselt, der die ganze letzte Rückrunde einer der Helden war dieser Mannschaft und jetzt ein bisschen Schwierigkeiten hat. Ein in Anführungszeichen ähnlicher Spielertyp ist vielleicht, der dribbeln kann, der nach vorne spielen kann. Und er hat keinen Verteidiger eingewechselt. Gut. Was sagt das Netz? Ja, die Fans haben diese Auswechslung nicht verstanden. Da gab es sehr viel Unmut im Netz. Generell viele VfB-Fans zerbrechen sich, glaube ich, gerade den Kopf, wie es eben gehen könnte, dass sie eben nicht in diese Negativspirale rutschen. Chris sagt, ich habe sehr lange nur nachgedacht über das Spiel und komme mit den Auswechslungen noch immer nicht klar. Warum nicht Tommy für Castro oder Aogo und Gentner dafür in die Zentrale? Warum musste Donis raus? Das ist die entscheidende Frage. Und wieso wirkt die Davi wie ein Fremdkörper? Er sagt, es gibt viel Arbeit für Korkut und den VfB, aber Lennart sagt dazu, wenn wir Korkut im Laufe der Hinrunde kicken sollten, dann wäre dies die sechste Saison in Folge, in der wir mindestens einmal den Trainer wechseln. Darauf hat er keinen Bock und er hofft, dass der VfB eben in den nächsten Spielen dann die Kurve kriegt. Also jetzt gilt es tatsächlich. Ah.
Hans, du wolltest eben noch was zum Abklatschen sagen? Oder ich wollte nicht abklatschen in dem Fall? Nee, ich wollte etwas zum Abklatschen sagen. Die 10 Zuschauer, die heute hier drin sind, die vielleicht irgendwo mal Spiele von mir gesehen haben, werden sich erinnern, dass zeitlebens auf der Bank ich weder einem Spieler oder einem anderen die Hand gegeben habe. Und zwar aus hygienischen Gründen. Hätten wir auf keinen Fall die Chance festzustellen, dass der Spieler irgendetwas gegen deine Auswirkungen hat, es sei denn, er fängt an zu weinen oder er verzieht sein Gesicht. Ich weiß gar nicht, wie war das bei dir? Ich glaube, ich habe auch nicht mit dem Trainer abgeklatscht, wenn er mich ausgewechselt hat. Es kommt darauf an, wenn man 2 Tore geschossen hat, wird ausgewechselt 5 Minuten vor Schluss und wird von den Fans gefeißelt. Ja, das hast du als Stürmer. Ich war immer sauer. Achso, du. Ich war auch immer sauer, wenn ich ausgewechselt wurde. Das ist gar keine Frage. Manchmal habe ich aus Respekt den Trainer auch abgeklatscht, aber ich war trotzdem sauer. Deswegen, das gehört einfach dazu. Ja. Und man hat den Anspruch, dann auch so viel wie möglich zu spielen. Und wenn der Spieler diesen Ehrgeiz hat, dann ist ja auch okay. Der Trainer muss das so gut wie möglich moderieren. Ich glaube, der Kokut macht das. Man weiß in Stuttgart, dass Donis auch nicht wirklich der einfachste Spieler ist im Umgang. Aber wer will schon einfache Spiele. Man will gute Spieler, die halt auf dem Platz dann auch seine Leistung bringen. Das hat er getan. Deswegen finde ich in Ordnung, wenn er so rausgeht. Und wir halten mal fest. Vorschlag auch von Hans Meyer demnächst bei Auswechslung. Also einer muss sich Handschuhe anziehen. Ne? Entweder der Trainer oder der Spieler, der rausgeht. Gleich reden wir über die Transfers. Die Liste hat ja geschlossen. Am Freitag, unter anderem auch, ob die Bayern genug Potenzial jetzt haben, um in der Champions League wieder anzugreifen. Hallo von Adel und Wendt. Live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen. Check 24. Doppelpass begrüßen Bernd Heinemann, unseren Schiedsrichter-Experten in der Runde. Hallo. Moin, moin. Moin, moin. Videobeweis, oder? lass mich nur raten. Komm, nee, wir wollen ja. Wir müssen ja nicht nur immer kritisieren, wir können ja auch mal loben. Nach dem Chaos der letzten Woche, Bernd, sind wir bis im Moment erstmal ganz, ganz beruhigt, ne? Ja gut, ihr habt es ja schon gesagt, das ist der 2. Spieltag. 4 Szenen waren gestern nicht dabei. Aber am 1. Spieltag war natürlich die Sache unterirdisch. Nicht nur vom Keller, weil er ja unter Niveau liegt, sondern auch von der Leistung her. Und gestern, muss man sagen, war in 2 Fällen, beziehungsweise in 3 Fällen so der Videoassistent im Einsatz, wie er sein sollte. Aber wenn ich das so richtig verstanden habe, war doch eigentlich der Plan, ich finde es auch richtig, wie das so entschieden worden ist, aber eigentlich hätte es doch so sein sollen, dass der Linienrichter trotzdem entscheidet, so wie er entscheidet und auch in dem Tempo entscheidet, in dem er normalerweise entscheidet, wie, als wenn es keinen Videoassistenten gäbe. So ist es doch auch dieser Moment gegeben, wo man sagt, okay, da warte ich doch mal lieber ab, ob das auch richtig war. Ja, und, wait and see. Ja, aber das hast du ja, diesen Momentum soll es ja eigentlich doch, so wie ich das verstanden hatte, eigentlich nicht unbedingt geben, sondern das sollte nur eine Korrektur sein. So, Wolfgang Stark haben Sie jetzt gesagt, wait and go, ne? So wie es aussieht, ja. Wait and go. Schon wieder einer, ne? Von deinen ja gut, wir haben es ja erst früher gesehen, der Darkroom ist nicht mehr da, der ist jetzt erleuchtet. Also insofern ist da schon eine Erhellung reingekommen und mit Wolfgang Stark, wir haben es ja aber nicht jedem Videoassistenten? Nee, das bei jedem gibt's eine Erleuchtung, ne? Der dritte Chef innerhalb eines Jahres diese Videogeschichte leitet. Und Dr. Drees hat als erste Maßnahme festgelegt, zu analysieren, wer war wie oft drinne, wer hat wie oft eingegriffen, wer hat wie viele Fehler gemacht. Und da ist natürlich aufgefallen, dass auch der beste Schiedsrichter der letzten Jahre eben nicht der ideale Videoassistent ist. Und das ist natürlich eine Frage, wie geht es jetzt weiter? Wer kann überhaupt Videoassistent sein? Muss das ein aktiver Schiedsrichter sein? Muss das ein ehemaliger aktiver sein? Also das ist eine Personalfrage nachher. Hans, wie siehst du das aus hygienischen Gründen? Thomas, mit der Bemerkung hast du wieder dafür gesorgt, warum ich immer herkomme und bin unruhig und nicht ganz sicher. Tatsache ist, dass ich eigentlich zu dem Thema gar nichts sagen wollte. Weißt du warum? Weil ich
das, was ich jetzt sage, ist meine ganz persönliche Meinung, hat mit der Meinung unseres Clubs nichts zu tun. Wir haben nämlich mit dem Max Eberl und auch mit unserem Trainer, mit dem Dieter Hecking, zwei ausgesprochene Verfechter für diesen Kampf um Gerechtigkeit. Und ich finde den ganzen Ansatz, diese Frage hätte ich dir heute sowieso noch gestellt, vielleicht privat, sagt bitte, wem wir den ganzen Mist zu verdanken haben. Sagt bitte, wer das angesetzt hat. Ob irgendein Spieler oder ein Trainer oder ein Funktionär bei der UEFA oder FIFA oder ob irgendein Schreibtischhengst bei uns im DFB das ganze Ding angeleiert hat. Das würde mich mal interessieren. Und dann das Zweite gleich hinterher. Macht doch, weil wir doch in einer Demokratie leben und wir Umfragen so lieben, macht doch einfach mal unter den Fans eine Umfrage von dem, was wir bisher gekonnt haben. Ob wir wieder zurückkehren wollen oder ob wir es weiter fortführen wollen. Was würdest du denn sagen? Bist du eher dafür oder? Die Frage, für Gerechtigkeit ist klar. Die Frage verstehe ich wieder gar nicht. Ich persönlich glaube, dass wir ganz andere Dinge hätten angehen können, wenn es um Schiedsrichter geht. Wir haben in Deutschland, das bezieht sich sowohl auf unsere DDR-Schiedsrichter von früher, Bernd, kannst du dich vielleicht noch düster erinnern, zumindest haben sie es dir erzählt. Danke. Und die Schiedsrichter, das Schiedsrichterwesen bei uns, wir brauchen uns wirklich nicht beklagen, wir haben immer wieder ausgezeichnete Schiedsrichter bekommen. So. Und das, was wir momentan machen, ist wirklich eine totale Entmachtung des Schiedsrichters, auch die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen. Wenn ich eure letzte Runde hier nehme, hatte der Stefan Effenberg, den ich sehr schätze für seine fußballische Leistung, wo ich mich sehr wundern muss, der brachte sogar den Vorschlag, erinnere dich, man sollte ehemalige Spieler dort in den Keller in Köln setzen. Ja. Und dann könnte ich ihm höchstens entgegen, Stefan, guck dir nur mal ein bisschen an, das, was übertragen wird am Wochenende, und schau dir mal an, wenn ein Spieler, ein Verteidiger oder ein Mittelfeldspieler wieder einen anderen Spieler in einer Art und Weise gefoult hat, dass du Angst hattest, er muss mit einem Krankenauto weggefahren werden, und die Reaktion danach, wie er sagt, er hat ihn gar nicht nur berührt, er hat ihn gar nicht gesehen. Also das möchte man schon mal sehen, dass man dort meint, dass ehemalige Spieler eher in der Lage sind, als so ein Mann, der jahrzehntelang aber mit fantastischen Leistungen es geleistet hat, halte ich für ausgeschlossen. Die Frage mir zu stellen, was ich von der ganzen Sache halte, das dachte ich, hätte ich eigentlich schon gesagt. Also, oder hätte es zumindest. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt weiß ich was. Es dauert manchmal bei mir auch ein bisschen länger. Ich bitte das zu entschuldigen. Du hast eben so genickt. Weißt du, wer das Ganze angezettelt hat? Das war ja Hans Einwand gerade auch, der das Ganze ins Leben gerufen hat. Naja, den Videoassistenten wohlgemerkt. Es ging ja darum, Marcel hat das ja auch schon gesagt, dass Technik in den Fußball Einzug halten sollte, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Die FIFA hat da vor 2 Jahren dieses Modellprojekt gestartet und dann haben sich einige Länder bereit erklärt, das zu testen. Dazu gehörte Holland, Belgien, Deutschland. England hat das wieder eingestellt und jetzt gestern stand irgendwo Italien, im Portugal. Ticker, Italien noch, dass die UEFA sich jetzt entschlossen hat, auch ab 2020 für die internationalen Wettbewerbe diesen Videoassistenten einzuführen. Aber wie gesagt, das ist natürlich eine personelle Frage. Und Waldi Hartmann hat es ja an dieser Stelle hier gesagt, vielleicht ist es eine Arbeitsbeschaffung für ehemalige Schiedsrichter. Aber die Frage ist wirklich, wenn wir das machen, welche Qualität haben die Leute? Und wie gesagt, die Frage nach der Offline-Phase jetzt in der zweiten Liga konnte mir auch noch niemand so richtig beantworten, was die Offline-Phase heißt. Aber wenn das online gehen sollte, so wie jetzt in der ersten Bundesliga, brauchen wir noch mehr Leute, denn das sind noch mehr Spiele. Also die Frage der Qualität des Kellers. Du haust hier mit englischen Begriffen um. Ja, das ist ein Traum. Eine Frage ist offline, doch, online, ist wait and see. Eine Frage ist doch, zumindest war es ja gefühlt so, dass bei dieser Fußball-WM die Sache wesentlich entspannter ablief und man den Eindruck hatte, es wird viel weniger Brimborium gemacht. Und warum? Sie haben ganz einfach, wer immer das entschieden hat, sie haben ganz einfach das Spiel laufen lassen. Du hast bei manchen Spielen das Gefühl gehabt, es gibt gar keinen Videobeweis, während bei uns doch nach alle 5 Minuten unterbrochen wird, weil irgendjemand, wer auch immer, das lasse ich mal offen. Vielleicht sollte man das Bezahlungssystem, also das Entlohnungssystem für die im Videoraum ändern und nicht pro
Einspruch bezahlen, sondern runterhalten. Ich würde, Thomas, darf ich mal einen Satz? Einen Satz möchte ich noch mal an die Öffentlichkeit stellen. Alle, die Fußball gespielt haben, du auch, alle, die Trainer waren, alle, die Funktionäre waren, sollen sich zurückerinnern an ihre Laufbahn und sollen sich die Frage stellen, an welche Fehlentscheidung der letzten 10, 20, 30 Jahre erinnere ich mich so, dass sie mich jetzt noch beschäftigen. Du sagst kein Wort. Ich war 40. Ich würde gerne das Thema wechseln. Darf ich das? Du wusstest, dass es... Ja, ich bin noch kleiner geworden. Ich war mehr als 10 Jahre hier, oder? Ich war 40 Jahre, habe ich auf der Bank gesessen im Hochleistungsbereich. Ich kann mich an Schiedsrichter erinnern, wo ich auch gedacht habe, verdammt nochmal. Das geht so nicht. Aber im Grunde genommen kann ich mich an nichts erinnern, wo jemand für mich so entschieden hat, was wichtig gewesen wäre, dass ich mich heute noch erinnere. Und um all diese Entscheidungen, die man trifft, wo man als Fan draußen sagt, Katastrophe, wo man am Montag diskutiert am Stammtisch, all diese Entscheidungen, die eigentlich nichtig sind, für die braucht man das nicht. Die Torkamera als Technik, damit wir nicht dieses herrliche Thema jahrzehntelang gehabt hätten mit Wembley und alles andere. Und könnt ihr euch erinnern an Stefan Kießling, der einen Ball einen Meter neben das Tor setzt mit dem Kopf und anfängt zu jubeln. In Hoffenheim. Und ich finde das Fazit wunderbar, Hans. Ja. Bevor du jetzt noch zu anderen Szenen kommst. Wie gesagt, machen wir Themenwechsel. Das ist die Sommertransferperiode. Großer Knaller bei einem Gegner dabei. Also die Neymars, Messis und Ronaldos werden auch künftig nicht in der Bundesliga spielen. Trotzdem haben einige Vereine noch mal kräftig zugeschlagen. Hat Gladbach etwa vergessen, Westergaard zu ersetzen? Herr Mayer? Also erstmal, wenn ein Westergaard bei uns 2 Jahre lang spielt und er macht es richtig gut und er geht, dass ein auf jeden Fall eine Lücke hinterlässt. Wir waren trotzdem der Meinung, nachdem die Transfers abgeschlossen waren, dass wir gut aufgestellt sind, um es besser zu machen als voriges Jahr. Das muss ich auch dazu sagen. Ja. Wir haben im Grunde genommen, wenn du im Stadion gewesen wärst, gegen Leverkusen, im Grunde genommen diese Meinung bestätigt. Denn die Jungs haben es abwehrmäßig, aber auch im Deckungszentrum, gerade mit dem Janschke, mit dem Toni, der hier einen Ball unterläuft und damit einen großen Fehler begeht, dass im Grunde genommen der ein überragendes Spiel gemacht hat gegen Leverkusen. Wir haben nicht die Chance, so viel Geld zu investieren, dass wir einen Garantieschein dranhängen, dass dieser Mann im Zentrum auch wirklich uns sofort verstärkt. Das können wir nicht. Wir haben alles, was wir tun konnten, was wir finanziell stemmen konnten, getan, um meinetwegen eine Mannschaft hinzusetzen, die in der Lage ist, besser abzuschneiden als voriges Jahr. Das ist schon wieder sehr, sehr tief gestapelt, denn Journalisten hängen sich natürlich gleich wieder dran und fragen, warum nicht wir auch, wie Hoffenheim, kämpferisch dem Bayern anders eine Parodie bieten will, als wir es verbal tun. Wäre die nächste Frage gewesen. Hm? Ich antworte gleich auf einmal. Andererseits, guck mal, ich meine, für 23 Millionen Herbert, da kriege ich auch einen guten Abwehrspieler, oder? Oder auch nicht mehr? Das hätte man früher so gesagt. Aber dann musst du mir mal einen nennen. Und dann musst du auch jemanden, der internationale Klasse hat, dazu bewegen, nach Gladbach zu gehen. Ich schätze Gladbach im höchsten Maße sehr. Aber Gladbach ist kein Garantieschein für internationalen Fußball. Sondern Gladbach muss immer spekulieren, um zwischen Platz 5 und 11 zu landen. Schön, dass du es sagst. Ja. Und von daher gesehen... Das habt ihr doch vorhin ausgemacht. Ich hab's gehört. Sind andere Vereine dann eben in der Vorhand. Also ich glaube schon, dass die Gladbacher, dass Max Eberl und das ganze Gladbacher Team schon den Markt richtig analysiert und die richtigen Entscheidungen treffen. Aber sie bewegen sich in der Range, in der sie gehören. Und das ist nicht Champions League. Tja, aber du siehst doch, das ist doch ein klassischer Wechsel, Westergaard, nach Southampton. Bei allem Respekt, Southampton wird so schnell
nicht irgendwie international spielen. Schöne aber Stadt, es ist eine soll das sein? Es geht, es geht. Ist noch im Süden, ist am Meer, ist nicht weit, ist alles okay. Nur dennoch, das ist am besten nicht mal ein richtig etablierter Mittelclub in England. Und das ist das Normalste von der Welt. Wenn Gladbach gesagt hätte, wir wollen noch ein bisschen mehr, weißt du was, wenn sie ihn hätten haben wollen. Die haben ihren Holländer verkauft zu Jürgen Klopp nach Liverpool. Die wissen gar nicht, wohin mit ihrem Geld. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Kann ich noch zum Westergaard was sagen? Westergaard wird uns als Mensch fehlen, weil er ein richtig guter Typ war. Und das ist ja auch manchmal sehr, sehr wichtig in einer Truppe, dass jemand nur allein durch seine Anwesenheit auf die anderen wirkt. Dort fehlt er uns. Aber wenn wir ganz genau rangehen, dann hat er bei der WM in einer sehr ordentlichen dänischen Mannschaft aber keine Rolle gespielt. Wir wissen, dass er ein richtig guter Fußballer ist, um den Luftbereich sowieso stark, aber dass er für eine Klasse-Mannschaft lokomotorisch zu langsam ist. Das weiß jeder. Also derjenige, der heute in der heutigen Art Mann gegen Mann spielen muss, auf dem zentralen Posten, wird immer wieder auch Bedenken haben, er selbst übrigens, in diese Zweikämpfe zu kommen. Und wenn man dann wieder Max Eberl für ihn das an Geld rausholen kann beim Verkauf. Wir leben in der Marktwirtschaft. Ein Hobby von dir. Wir können nicht ohne den auskommen. Man kann das Geld einnehmen für ihn, was wir von Southampton bekommen haben. Dann musst du es machen. Und das, was du kriegst, reicht immer noch nicht, um dann groß einkaufen zu gehen. Pavard ist doch ein wunderbarer Fußballspieler. Was glaubst du, wo der hingehen wird? Na? Sei doch froh, wenn er wenigstens in der Liga bleibt. So. Aber er wird die Bayern nicht schwächen. Aber wenn er Stuttgart verlässt, das wird er ja tun. Ja. Dann geht er nicht nach Gladbach. Nein, er geht zu den Bayern. Weil er ein Weltmeister, so, das ist der Weg. In der Liga ist der Weg so und aus der Liga raus. Für jeden, außer dem, ich weiß niemand anderen als die Bayern, der sagen kann, Lewandowski, du bleibst hier. Und wenn nicht, weißt du was, wirst du ein schweres Jahr haben. Boateng, für das Geld gehst du nicht. Und wenn nicht, weißt du was? Du hast doch gesehen, wer spielt. Süle und Hummels spielen. Und wenn dir das nicht gefällt, spielst du gar nicht. Das können sich aber nur die Bayern leisten. Jeder andere muss sagen, komm, wir auch. Dortmund hat es doch erlebt, schmerzhaft, wie das ist, mit Aubameyang und Dembélé. Den kannst du ja auch sagen, wir machen das nicht mit. Na, dann kannst du den Club aber auflösen nach 3 Monaten. Einen jungen Vorstopper von Mainz. Auch da hatten wir Interesse dran. Es nach Dortmund. Wenn Dortmund mit uns bietet, haben wir keine Chance. Auch wenn die Stadt Mönchengladbach viel schöner ist als Dortmund. Das ist eine Geschmackssache. Sagt hier, kanntest du Player vor, den Sie geholt haben, den Stürmer? Nee, ehrlich. Nein, kannte ich nicht. Es muss aber auch die Aufgabe sein. Und ich glaube, da hat Gladbach in den letzten Zeiten gezeigt, dass sie das können. Spieler möglichst billig, obwohl das nicht wirklich billig ist, zu kaufen und dann möglichst teuer zu verkaufen. Nur so können Mannschaften wie Gladbach und wie andere Mannschaften der Bundesliga überleben. Die Mannschaften, die sich leisten können, sehr teuer einzukaufen, ist Bayern. Und dann muss Dortmund überlegen, Schalke im Moment dann auch, damit sie dann auch oben bleiben. Ansonsten müssen die Mannschaften gut scouten. Die Spieler dann, wo man nicht kennt und dann irgendwann sagt, oh, doch gut. Und wie VfB mit Pavard, das beste Beispiel, wo man sagt, so wenig für so einen Spieler, das ist wunderbar. Am Ende verkauft man den Spieler für, was weiß ich, 40, 50, 60 Millionen. Man kann wieder reinvestieren und die Mannschaften werden dann überleben. Und dann lasst die Engländer kaufen und wir bilden aus und verkaufen, das ist ja gut. Das wirst du ungern hören. So eine harmonische Runde hatten wir noch nie. Wir haben aber auch noch eine Stunde. Warte ab. Beim Videobeweis hätte ich dir gern widersprochen. Aber lass mich nur einen Satz sagen. Ich hab dich grinsen gesehen, eben als es hieß, billig, Player billig kaufen. Das ist der Rekordtransfer von Gladbach. Das sind die Relationen. Ja. Du hast völlig recht, wenn du sagst, keiner kannte den, alle kennen jeden. Das ist ja das Schlimme heute. Das ist so gläsern geworden, zeig mir den Unentdeckten. Aber du, halbwegs unentdeckt, du musst
über deine fast über deine Grenzen gehen, um diesen Schnäppchen dir zu holen. Es ist aber dein Rekordtransfer. Aber in den Relationen Tor. Herr Rebert hätte Schüttelfrost gekriegt bei 23 Millionen, wenn er die ausgeben müsste. Rekordtransfer von Eintracht Frankfurt. Immerhin ein großer Player in der Bundesliga-Geschichte. Ja, ist 6,5 Millionen für Allaire. Daran sieht man die Abstufungen, die dort stattfinden. Das ist für Gladbach schon eine unbedeutende Summe, aber das ist für Frankfurt noch sehr viel gewesen. Also man sieht auch dieses Ranking der Bundesliga, sieht man auch in dem Transfer. Habt ihr schon mal einen Verkauf für 40 Millionen, wie wir mit Chaka? Wir haben Trapp. Schluss mit der Harmonie. So. Ja, aber was Kakao gesagt hat, also meine ökonomischen Fragen, es liegt ja alles, klar, wie das Kleingeld auf dem Tisch liegt, ist völlig klar zutage. Das Kleingeld kannst du auch da reinwerfen. Was du dazu noch gesagt hast, wir bilden dann dafür aus und bringen unsere jungen Spieler in die Bundesliga. Ich finde, das ist natürlich ein Punkt, der in den letzten Jahren eben so erfolgreich eben nicht mehr gewesen ist. Und das sind eigentlich die Punkte, wo man eben Möglichkeiten als Verein hat und wo mehr passieren muss. Also bei den ökonomischen Dingen, da sind diesen Clubs die Hände gebunden. Aber gerade, wir haben ja nicht viele Möglichkeiten und das ist ein zentraler Punkt. Und da finde ich, da kann man das schon seit 4, 5 Jahren erkennen, dass uns da selbst in Vereinen, die mehr Geld einnehmen, bleiben wir mal in England, wie Tottenham Hotspurs, die viel bessere Jugendarbeit machen, innovativere Ideen haben. Man erlebt es in Belgien, die über Jahre hinweg jetzt eine Jugendarbeit machen, die unterschiedliche Spielertypen hervorbringen. Die Experten wissen das alle, aber es passiert in dieser Hinsicht aus meiner Sicht viel, viel zu wenig, um zu sagen, die Möglichkeit, die man hat, tatsächlich auch zu nutzen. Also man versteckt sich so ein bisschen hinter dem Geld, ne? Absolut. Wenn man nicht da ist, ganz klar sagen. Also die Stars kommen nicht mehr in der Bundesliga, reden wir gleich drüber. Hi von allen, Band, live aus dem Wildenzeller Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Ruth übernimmt und es geht wie immer, nein, wie so oft, um das liebe Geld. Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpass-Analyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei. Die Bundesliga auf Sparkurs, das haben wir schon angesprochen, im internationalen Vergleich am wenigsten ausgegeben. Und wenn wir auf die Bundesliga gucken, also die letzten Jahre, dann ist auch da weniger ausgegeben worden. 480 Millionen in dieser Sommertransferperiode. Zuvor waren es noch 2016 566, 2017 sogar 646 Millionen. Also Sie sehen, es geht wieder abwärts. Unser Top-Transfer war Diallo zum BVB für 28 Millionen. Wenn wir da mal in Relation setzen, also Mbappé hat 135 gekostet, Ronaldo 117. Das sind ganz andere Sphären. Und ja, letztendlich muss man sagen, die Bundesliga, ist sie umsichtig, vernünftig oder will sie einfach nicht mehr ausgeben und es kommt auch einfach nichts Größeres dazu. Wo sind die Topstars in der Bundesliga? Das ist die große Frage, wenn bei uns eben Top-Transfers ja mit 28 Millionen bemessen sind. Die Frage gebe ich an die Runde. Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpass-Analyse wurde präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei. Weiter an Heribert. Der ist lang genug dabei. Der kann das bestimmt gut einschätzen. Alter ist kein Verdienst. Und trotzdem bin ich sehr damit einverstanden, wie die Bundesliga agiert. Ich halte es für komplett richtig, diesen Augenblick doch etwas völlig überhitzten, fast schwindeligen Markt mitzubetreiben. Natürlich lese ich auch die Kommentare im Kicker, in der Bild, in allen Gazetten, Reni, die dann auch ein bisschen einfordern, dass die Wettbewerbsfähigkeit verloren geht. Ich leide nicht darunter, wenn der FC Bayern mal über 3, 4 Jahre im Viertelfinale der Champions League ausscheidet. Sondern ich gratuliere dem FC Bayern für seine großartige Finanzpolitik und für seine Vernunft, diesen überhitzten Markt nicht mitzumachen. Die Frage, die sich stellt, die eben auch angesprochen worden ist, ob wir aus eigenen Kräften, aus dem eigenen Saft heraus eine wettbewerbsfähige Bundesliga entwickeln können, da habe ich noch kein abgeschlossenes Meinungsbild. Aber ich sehe keinen anderen Weg. Und ich finde, alle Vereine handeln vernünftig, denn ich war ein paar Jahre Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga und für die Bundesliga verantwortlich. Und ich habe in dieser Zeit doch Vereine, sehr viele Vereine mit schwachem Eigenkapital gesehen. Auch da, das wird kaum noch beachtet, haben die Vereine enorm aufgeholt. Die Vereine in Deutschland haben in Nachwuchsleistungszentren, haben in Stadien, haben in verschiedenste Infrastrukturen investiert. Ich finde, die Bundesliga ist nach wie vor mit dem Nachteil, dass der FC Bayern immer Meister wird, alles andere
stimmt. Und ich leide nicht darunter, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit im Augenblick nicht so gut ist. Christian Seifert beklagt es, wenn wir beispielsweise in der Euroleague so schwach abschneiden. Das beklage ich auch. Da müssen die Vereine mehr leisten. Da müssen die Leverkusens, Hoffenheims, Gladbachs dieser Welt einfach eine bessere Leistung bringen. Ansonsten finde ich das in Ordnung, wie wir es machen. Also Wie kann man sagen, es läuft alles prima, wir sind wettbewerbsfähig und in der Bundesliga, aber in der Europa League kommen wir seit 10 Jahren auf keinen grünen Zweig. Die Ergebnisse sind jetzt in der letzten Saison gewesen auf dem Niveau von Österreich. Im gesamten Europapokal. Und es ist eine Entwicklung, die gibt es schon seit einigen Jahren. Ich rede jetzt nicht davon, dass Bayern München finanziell mithalten sollte mit Manchester United, mit Real Madrid oder dem FC Barcelona. Aber wenn die finanziell besser gestellten Bundesliga-Vereine gegen schlechter gestellte europäische Konkurrenz nicht zurechtkommen, dann hat es andere Kriterien, andere Fragen als reine ökonomischen Fragen. Sondern da wird offensichtlich, was die Nachwuchsarbeit angeht, ist ein wichtiger Punkt, aber auch was die Trainerfragen und die Taktiken angeht, Da kann man nicht sagen, da sei alles in Ordnung. Das Gegenteil ist der Fall. Natürlich sind die Ergebnisse, die wir da gegen den schwedischen Tabellenvierten erzielt haben, ich will jetzt gar nicht auf einzelne Vereine in der Kritik eingehen, sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend. Aber ich habe geantwortet auf die Gesamttendenz, ob man im internationalen Wettbewerb diese überhitzten Marken mitmachen sollte. Aber die grundsätzliche Frage ist doch... Ich muss jetzt zu Ende sprechen. Ihr habt ja nicht die Verantwortung, jetzt sage ich mal, ohne Herrn Noreni anzuklagen oder den Journalisten, die haben ja gar keine Verantwortung. Sie können schreiben und Sie können sagen, da muss man doch und da müsste man doch. Wenn man aber einem Verein vorsteht, dann hat man die Gesamtverantwortung auch für die Finanzen und das, was getan wird. Auch die Wünsche, aber dann entscheidet man nach anderen Kriterien als in der Gesamtbetrachtung im sportlichen Bereich. Aber das war jetzt ja nicht das Argument. Das Argument war ja nicht zu sagen, dass wir jetzt dafür plädieren und ich dafür plädiere, dass wie jeder Bundesligist sich jetzt in finanzielle Abenteuer stürzen soll, sondern aus den Möglichkeiten, die sie objektiv schon haben, mehr zu machen. Herr Herbert, ein Einwand habe ich nur. Ich folge dir den ganzen langen Weg. Mhm. Auch was die Bayern machen, das ist eine Entscheidung. Die Bayern wären die es machen könnten, da oben. In jeder Summe. Und wenn ihnen was fehlt, könnten sie ihre strategischen Investoren auch noch ein bisschen mehr reinkitzeln. Also sie könnten es, sonst kann es keiner in der Liga. Aber das hatten wir ja schon lang genug. Nur du sagst, es ist ein überhitzter Markt. Da widerspreche ich dir zu 1000%. Der Markt ist leider nicht überhitzt, sondern das Geld ist da. Es wird allerdings im Kreis verschoben, so wie die Spieler, zwischen 7, 8 Clubs. Die Bayern, wenn sie wollen, werden dazugehören. Und wenn sie sagen werden, nein, wir wollen nicht dazugehören, weil wir den Irrsinn nicht mitmachen, werden sie auch sagen müssen, wir werden die Champions League nicht nur in diesem Jahr nicht gewinnen, sondern länger. Das habe ich schon 100-mal gesagt. Ich glaube auch noch nicht, dass wir am Ende der Spirale sind. Ich glaube, dass Neymar mit 222, du vergisst ja diese Monopoly-Summen irgendwann mal. Das ist Irrsinn. Natürlich ist das obszöner Irrsinn. Aber das Geld ist da bei diesen Clubs und sie werden das Spiel weitermachen. Ein Ronaldo geht von Real zu Juventus. Er wird allerdings nicht nach Gladbach gehen. Niemals. Ja, mit dir haben sie es aber heute gemacht. Ja. Merkst du das? Aber ihr wolltet nicht. Aber du hast gerade, das stimmt nicht. Ne? Das passt da gar nicht so rein bei euch, oder? Ich muss da doch trotzdem etwas dazu sagen. Wenn wir im bezahlten Fußball sagen, wir möchten dazugehören, dann muss man sich mit den Gepflogenheiten abgeben. Das heißt, es muss jeder Club versuchen, so viel wie möglich Geld ranzubaggern, um die Möglichkeit zu haben, gut zu arbeiten. Also das Geld allein reicht noch nicht. Absolut. Das sagen. Ganz mit Geld ich habe es in eurer Runde bisher in letzter Zeit bei diesen Diskussionen sehr oft das Gefühl gehabt, es wird versäumt, davon zu reden. Du scheinst mir richtig gut informiert zu sein. Wann hat zuletzt einer von den Geldsäcken aus England den Europapokal geholt, den oben? Wann? Absolut richtig. Wann zuletzt? Es war vor 10 Jahren, das war Chelsea. Chelsea gegen Manchester United. Und wir sprechen aber seit Jahren, keiner kann ihnen das Wasser reichen. Hans, man kann mit Geld viel Unsinn machen. Mit Guardiola wird Manchester City eine Maschine sein auf Sicht, weil er mit dem Geld auch noch Gutes, Vernünftiges, sportlich Vernünftiges macht. Ob das in der Summe, dass das in der Summe Irrsinn ist, aber mit der Daumen kann ich streiten. Wir schütten momentan das Kind
Geld, gib Geld. Ja, ja, ja. Mach sofort, sofort. Das geht. Wir reden ja nur über Geld, also gib her. In den Brunnen, wolltest du sagen? Nein. Ist egal. Das geht mit dem Bade aus. Ja. Tatsache ist, dass wir seit dieser Riesenenttäuschung, in die wir uns alle selbst hinein manövriert haben, von Moskau, also von Russland, seitdem sind wir in einer unglaublichen Art und Weise dabei, unseren Fußball eigentlich negativer darzustellen, nein, als er ist. Ich darf daran erinnern, ein Jahr vorher macht unsere verjüngte Nationalmannschaft immerhin bei einem Cup, der nicht den allerhöchsten Wert hat in Moskau, den ersten. Wir haben eine ganze Menge junge Leute, 4, 5 junge Leute, die eigentlich in der U21 spielen könnten, spielen dort mit und machen es richtig gut. Aber zur gleichen Zeit holen wir mit der U21 den Europameister. Immer ein Maßstab für das, was von unten her kommt. Wir haben in den letzten 10, 12, 13 Jahren, 14 Jahren, haben wir im Nachwuchsbereich, vielleicht seit 90 oder kurz vorher, aber richtig nachgezogen. Sollten wir nicht sagen, es ist so, die Bayern haben einmal einen Schlag gehabt. Aber diese Welle ist doch längst verpufft. U15, U17, U19. Sie haben gearbeitet, vielleicht nicht optimal, aber sie haben gut gearbeitet und bringen mit Müller und Bad Stuber. Das sind ja auch zwei verschiedene Dinge, wenn wir jetzt über Real Madrid, Man City und sonst was reden. Die sind auf einem globalen Markt unterwegs. Da geht es auch nicht darum, ob die jetzt einen Europapokal holen oder nicht unbedingt, sondern die haben einen Star, dem 60, 70, 80 Millionen Leute folgen in irgendwelchen sozialen Netzwerken. Das ist die. Aber was Kriterium. Wie erklärst du dann, dass im Grunde genommen jeder Bundesligist gibt das Geld aus, was er einnimmt, investiert im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ja, aber die Frage ist, diese 50 plus 1. Ihr werdet mich jetzt gleich schlagen. Ich habe sowieso das Gefühl, ich kriege gerade hier von links und rechts. Mit Paris Saint-Germain mithalten zu können, das hat Bayern doch erkannt. Das machen wir nicht. Und ich kann nur gratulieren. Und jeder Verein denkt so. Und im privaten Bereich kommt doch auch keiner. Nur weil der Nachbar. Das fordert ja auch gar keiner. Moreni, weil Ihr Nachbar ein größeres Auto fährt und ein schöneres Haus hat, kommen Sie nicht auf die Idee, hier mithalten zu müssen. Weil Sie anerkennen müssen, dass es eben andere Möglichkeiten gibt. Ich habe das ja auch nie behauptet. Du musst nicht. Das ist die Schlussfolgerung. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst mit und der einzige Verein, der da mitgehen kann, ist Bayern. München. Ja. Wenn sie es wollen, dann machen sie. Und die Bundesliga hat sich dagegen entschieden, was auch okay ist. Völlig okay. Kann man machen. Aber die Liga ist stark zu reden, finde ich übertrieben, weil die Bundesliga nicht so stark ist, wie lang man da als ich stark gesprochen hat. Ich finde, nimm mal Spanien, nimm mal Real Madrid und Barcelona raus, Atletico vielleicht auch, dann auch. Bei dir. Wer hat denn Europa League zuletzt zwei oder dreimal gewonnen? Das war FC Sevilla. Wie sind sie aufgestellt? Die haben über fast 30 Scouts auf der Welt, holen dann Spieler, haben ein klares Konzept und arbeiten mit weniger Geld, aber arbeiten ganz klar und haben sich auch dagegen entschieden. Trotzdem sind sie international stärker, nicht mit mehr Mitteln, sondern mit einem kleinen Konzept. Und das fehlt mir bei den anderen Mannschaften in der Bundesliga, ob Leverkusen, Schalke, Dortmund ist auf einem guten Weg, Gladbach auch. Aber das fehlt halt den Mannschaften, die ein kleines Konzept haben, mit weniger Geld, weil sie sich dagegen entschieden haben. FC Porto, ein Beispiel. Micha, warte, ich muss einen Exklusiven machen. Wir müssen kurz Geld einsammeln, dann geht es sofort weiter. Tut mir leid. So, einmal kurz durchgeatmet. Weiter geht's. Micha, ich hatte dich unterbrochen oder Hans, ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich wollte noch was zum FC Porto sagen. Da hatten wir jetzt gerade schon in der kurzen Pause nochmal ein Gespräch. Nur, also, wie seriös das Fußballgeschäft ist, mag das eine sein. Aber FC Porto ist ein Verein, der wahrscheinlich auch nicht mehr die Champions League gewinnen wird, aber der sich sozusagen einen Weg gesucht hat. Die haben, glaube ich, in den letzten 10 Jahren, letzten 10 Spielzeiten Transfererlös, wenn das halbwegs stimmt, von 650 Millionen Euro an Transfergewinnen erwirtschaftet, indem sie neue, junge Spieler entwickeln, beziehungsweise jüngere holen und weiterentwickeln und dann verkaufen. Es gibt verschiedene, das muss jetzt nicht das ideale Modell
für die Bundesliga sein. Aber man muss doch sich doch überlegen, auf welchen eigenen Weg man gehen möchte, um sagen, mit den Situationen, in der Lage, in der man sich befindet, dafür einen Weg zu finden. Ich empfinde das in Deutschland, in dem Mittelbau der Liga, dass es doch sehr, sehr einheitlich ist und dass keiner einen individuellen Weg für sich bisher richtig herausgearbeitet hat. Unter diesen wirklich schwierigen Bedingungen, die wirklich schwierig sind, keine Frage. Aber ich finde, da müsste schon ein bisschen mehr an Individualität der Vereine sichtbar werden, wie sie ihren Weg gehen wollen. Ich könnte, FC Porto, wenn Sie auch mal investigativ sein würden, Sie wollen doch nicht ernsthaft hier das Modell des FC Porto den Vereinen der Bundesliga anraten. Da bitte ich Sie aber dringendst, sich da intensiv mal mit auseinanderzusetzen. Da könnte ich mehr zu sagen. Lass uns doch den FC, du wirst nicht mehr sagen, weil es ins Justiziable geht, wie ich. Ja. Sonst hätte das auch lesen wir über Sevilla. Aber nimm doch FC Sevilla. FC Sevilla, der hatten wir ja schon. Die wissen, sie werden in Spanien unter normalen Umständen niemals spanischer Meister. Es geht nicht, weil es dort genauso verfestigt ist wie bei uns. Aber die Kritik, Hans, die muss dann doch schon erlaubt sein. Die sagen, unsere Meisterschaft ist, lass uns immer nah an die Champions League rankommen und oder zumindest Europa League. Und weißt du was? Wenn wir dann gegen Ludogorets und gegen schwedische Vereine spielen, deren Namen ich mir auch gar nicht merken will, weil ich nie wüsste, wo das ist eine Überheblichkeit. Na ja, gut, also ich schätze diese Vereine über die Maßen irgendwo am Nordkreis, aber am Polarkreis. Aber gegen die Ausscheiden, auf die Art, wie die Bundesliga sich ihren Europa-League-Platz erkämpft hat in der Saison, dann spielst du gegen die und bist beleidigt, dass dort nicht Real Madrid oder der FC Barcelona dir das Stadion voll machen und scheidest und zwar kollektiv jämmerlich aus. Da fehlt mir Innovation, die Lust, die Einstellung, die Kritik muss sich diese Liga gefallen lassen. Immer zu schauen, ob es nicht woanders auch Entwicklungen gibt, die mich weiterbringen, wenn ich dann diese Nachwuchsleistungszentren habe und dann sage, oh, wunderbar, jetzt können wir uns die nächsten 30 Jahre zurücklehnen, weil wir diese tollen Zentren haben. Das ist es eben nicht. In Dortmund haben Sie. Ich würde euch wünschen, dass ihr einfach mal nach Gladbach kommt, in solche Besprechungen und Sitzungen, wo die Scouting-Leute zusammensitzen, wo Max Eberl darüber redet, wie wir arbeiten müssen und können. Aber das wird doch da auch. Da möchte ich euch, aber dass Hans, ihr dabei das seid. Doch, das es ist doch nichts geschätzt. Anderes als das, was ihr gerade sagt, nein, dass in Spanien der ein oder andere Club macht. Aber bravo. Wisst ihr, was euch momentan so beeindruckt? Mich wundert, dass noch niemand davon gesprochen hat. Wir haben eine Situation momentan, dass außer den Bayern, die also konstant hier oben spielen, mehr oder weniger, jetzt mal, wenn es ganz oben dran geht, aber sie sind da oben ohne Konkurrenz. Aber was danach kommt, haben wir jahrelang mit Schalke, haben wir jahrelang mit Leverkusen, mit Dortmund, aber richtig auch was dahinter gehabt. Nicht, dass sie dauernd dabei sind, sie da oben vom Thron zu stoßen. Aber wir haben international durchaus normale Resultate gemacht für das, was wir investieren. Und das ist in den letzten 2-3 Jahren deshalb schiefgegangen, weil die drei Mannschaften aber alle dabei sind, neu aufzubauen. Und dann kommen Mannschaften wie Hertha, wie Freiburg in den internationalen Wettbewerb, die es fantastisch gemacht haben, um erstmal dorthin zu kommen. Und die es auch international so schlecht nicht machen, wie wir es jetzt nachträglich machen. Jämmerlich schlecht haben sie es gemacht. Sie haben es geschafft. Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr werdet euch alle nicht mehr einig heute. Tatsache ist, dass wir gegen Mannschaften spielen, wo aber ganz wichtige Leute, Journalisten, die Namen will ich jetzt nicht nennen, die haben meinetwegen gesagt, wenn Borisov kommt, das weiß er gar nicht, wo die liegen. Liegen zwar in Bulgarien und haben einen Milliardär als Sponsor und haben 12 Brasilianer. Er hat erstmal im Publikum seinen Publikum Joker ansprechen müssen. Er, der eigentlich richtig gut verdient, ihr verdient gut, gell? Ihr Journalist. Der eigentlich nur mal im Internet nachschauen könnte, das ist Borisov. Es ist nicht eine Popelmannschaft, die ich mit links liegen lasse, aber die akzeptierst du auch nicht. Doch, ich akzeptiere. Also man kann immer Einzelbeispiele finden. Also das über Jahre haben wir uns verbessert. In den letzten 10 Jahren, wenn man die Revue passieren lässt, haben wir an internationalen Plätzen gewonnen. Wir haben mehr Champions League. Jetzt besteht die Gefahr, dass in die andere Richtung geht. In den letzten 2-3 Jahren zeigt die Kurve in der Tat nach unten. Aber man darf ja auch mal 10 Jahre betrachten. Wir sind vor 4 Jahren Weltmeister geworden. Wir sind für unsere Nachwuchsleistungszentren weltweit gelobt worden. Jetzt ist eine Delle da. Aber darauf haben wir uns ausgeruht, offenbar. Das war nicht so tief, wie ihr glaubt. Der Gipfel war die WM in
Aber Herbert, aber deswegen diskutieren wir doch drüber. Ja. Jetzt, dass man sagt, im Moment sind wir an einem Punkt, wo es sich lohnt, mal zu überlegen, was passiert gerade. Aber nicht also, um den Preis jetzt blindlings Geld natürlich in die Hand zu nehmen, was man nicht hat, was du nicht und hast. Und die Vereine wieder zu verschulden. Aber das ist wir oft haben so gut gelernt. Niemand fordert das hier. Nur weil dieser Situation, weil sie so ist, dass die Delle da ist, dass wir jetzt mit Gewalt glauben, da mithalten zu müssen, die Vereine zu verschulden, auf alles andere zu verzichten. Auf gar keinen der Fall. Der Preis ist zu hoch. Das, wartet mal ab, der FC Bayern wird es auch schaffen, mit vernünftiger Politik auch wieder ganz nach vorne in der Champions League zu kommen. Und wir werden in diesem Jahr auch erleben, dass diese doch desaströsen Ergebnisse, ganz ohne Zweifel, in der Euroleague, dass die nicht wieder eintreten. Warum Christian nicht? Seifert hat den Vereinen... Da bin ich gespannt. Weil ich glaube, dass die Konzentration und dass die Vereine, die jetzt in der Euroleague sind, doch etwas mehr Qualität haben als die eben von Hans angeführten Hertha BSC und Freiburger FC. Also, liebe Zuschauer... SC. SC. Sie sind selbst schuld, wenn Sie jetzt nicht dranbleiben, das muss ich ganz ehrlich mal sagen. Hier also geht's richtig schön zur Sache. Gleich reden wir natürlich noch über den Auftritt des Bundestrainers unter der Woche. Was wird mit der Nationalmannschaft? Hi von Hallo und Bent, wir sind zurück. Gleich im Hintergrund mit der Flugbahn beim Check 24 Doppelpass. Hans, ich mache das ja sehr ungern, ne? Aber du hast ja eben zu Michael, glaube ich, gesagt, Borisov, ne? Irgendwo in Bulgarien, da. Ist Weißrussland, aber man widerspricht einem Älteren. Aber nein, das nehmt ihr mir nicht übel. Wir sind in Bayern. Ich habe in der DDR mein Abitur gemacht. Da können solche Pannen mehr passieren. In den Schalke würde man sagen, wegen die Kleinigkeit. Und Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Ja, ja. Interessant ist, dass Sie das hinten jemand gesagt hat. Ja, natürlich. Das hätte ich ja gleich reagiert. Ich bin mit einem Boot, dann macht einer keine Sorgen. Ist gut. So, kleines Fazit, Marcel. Sehen wir zu schwarz für die Bundesliga? Nein, ich glaube, es hilft nur nicht, wenn wir Dinge besser reden, wie Kakao vorhin sagte, als sie sind. Und wir sind im Moment, der ganze Fußball weltweit ist an dieser Schwelle jetzt. Die einen verabschieden sich, weil sie zu stark sind. Und die anderen müssen Strukturen finden, ohne sich zu ruinieren und zwanghaft versuchen, da mitzugehen. Du kannst mit denen da oben nicht mehr mitgehen. Die werden ihren eigenen Wettbewerb spielen. Das musst du vergessen. Aber darunter ist es nicht verboten, die Dinge gut zu machen. Und Gladbach, Hans, nur, lass dich doch heilig sprechen. Ihr habt ein angemessenes Stadion gebaut. Ihr habt euch aus vielem Irrsinn verabschiedet. Ihr macht einen super Job. Aber ihr müsst erkennen, in einem Jahr geht's und im nächsten Jahr geht es dann nicht mehr so doll. Das ist die Wahrheit. Erklär das unseren Fans. Natürlich, das ist ja das Problem, was im Moment weltweit im Fußball passiert. Dass du den Fans sagen musst, die Bayern, die Großen, die wir vorhin stundenlang hochgejubelt haben, die Bayern werden ihren Fans sagen müssen, wir machen diesen Wahnsinn nicht mit. Das bedeutet aber, wir haben mit höchster Wahrscheinlichkeit, da widerspreche ich dir, mit höchster Wahrscheinlichkeit nie mehr die Chance, ganz oben zu gewinnen. Wir werden gegen Clubs wie Paris Saint-Germain, City, Real, Barcelona, die Engländer, die diesen Wahnsinn machen, werden wir keine Chance haben, wenn es am Ende ums Silber geht. Das ist doch nicht, das musst du nur akzeptieren und du musst es ehrlich und sauber erklären. Es hilft. Sonst enttäuscht du die Leute immer wieder. Du gaukelst ihnen was vor. Trotzdem haben wir eine prima Liga. Machen schwarzen Balken über die Bayern, vergiss es mal. Darunter hast du eine Liga, der zuzugucken Spaß macht. Mir jedenfalls. Die letzten zwei Spiele, ich habe so viele herrliche Szenen gesehen, wo ein Fußballliebhaber aber richtig begeistert sein kann. Also wir sollen es nicht schlechter machen. Nein. Nur wenn es dann in der Europa League, ihr schafft es endlich in die Europa League, wäre ich dankbar, wenn man dann nicht mit einer B-Mannschaft da antritt und den deutschen Fußball lächerlich macht. Und das ist in der Europa League mehrfach passiert. Also ich glaube, die Botschaft ist angekommen, ne? Weiß man hoffentlich auch in der Liga. Kommen wir zu dir. Deine Tätigkeit, deine neue. Was machst du genau beim DFB? Muss man ja in der heutigen Zeit fragen. Früher wurde mir die Frage gestellt, ob ich einen Nationalspieler integrieren muss. Habe ich immer gesagt, nein. Heute muss man anders sagen. Aber es geht für mich darum, als Integrationsbeauftragter die Basis zu stärken, da Integration voranzutreiben.
Projekte zu unterstützen, wie zum Beispiel gestern war ich in Leipzig. Da gab es ein Integrationsturnier. Ich war mit dabei, habe die Kinder, den Menschen, die ehrenamtlich das machen, das unterstützt. Haben dann auch Fragen gestellt bekommen, die ich dann zum DFB dann trage, damit das noch besser läuft. Und darum geht es letztendlich. Und es geht nicht darum, um den Profifußball, die Nationalmannschaft, sondern vor allem die Arbeit an der Basis, die ich an der Stelle sagen muss, hervorragend läuft. Leider wird nicht darüber berichtet. Es ist nicht schön, das ist nicht, es bringt kein Zuschauer bzw. kein Interesse. Deswegen, aber es wird super gearbeitet. Der DFB macht da einen guten Job. Nicht in allen Belangen läuft alles gut, aber da muss ich an der Stelle sagen, das läuft gut. Und für mich ist auch wichtig, die Menschen zu würdigen, die da eine tolle Arbeit machen. Das sind viele Trainer, viele, wie gesagt, Ehrenamtlichen, die wirklich sehr viel Zeit, teilweise dann auch Fahrten, dann auch über ein, zwei Stunden machen, um überhaupt den Fußball da an der Basis aufrechtzuerhalten. Und das ist heute an der Zeit auch mal zu würdigen, weil das ist ein toller Job. Da passiert Integration. Und das war das für mich mit das Schlimmste an dieser elendiglichen Foto-Causa Gündogan und vor allem Özil, dass wir monatelang wirst du damit konfrontiert, dass die Integration doch nicht so funktioniert, nicht weil Herr Özil ein schwachsinniges Foto macht. Ja. Und alle Aufmerksamkeit geht nur dahin und alles scheint den Bach runterzugehen. Sicher aber dann geh mal in die Özil als Integrationswächter oder Beauftragter völlig ungeeignet. So. Und deswegen der muss an der Stelle sein, der ist kein Beauftragter, ja, auch nicht kein Botschafter. Es ist halt ein Beispiel, wie Integration gelingen kann oder könnte. Aber an der Basis, es ändert auch nicht die Tatsache, diese ganze Diskussion ändert sich an der Basis nicht. Das ist ja das Wichtige. Also während der Diskussion war ich bei uns in Korb, nahe Stuttgart, E-Jugend, mein Sohn spielt dort. Wir hatten ein Abschlussfest gehabt. Da war mein Sohn, halb Brasilianer, kann man so sagen. Der andere war türkischer Abstammung, der andere italienische, der andere Bosnien. Die haben Fußball gespielt, die Eltern waren da, haben zusammen gesprochen. Und das war gar nicht das Thema. Wir haben das einfach gelebt. Und das wird mehrfach gelebt in ganz Deutschland. Es ist nicht alles. Es ist nicht alles schön, es ist nicht alles gut. Es gibt Verbesserungsmöglichkeiten, aber man muss auch doch herausstellen, was gut läuft. Und man darf sich nicht von so einer Diskussion sagen, ja, Deutschland ist, was weiß ich, Rassist und Integration funktioniert nicht. Da, und auch der DFB, es. Bei aller Kritik. Voll bei dir. Warst du denn in diesem Fall involviert eigentlich? Özil und Gündogan? Nein, also das gehörte nicht zu meiner Tätigkeit. Ich wurde weder befragt noch wurde schade. Nach meiner sehr schade. Nach meiner Meinung gefragt. Meine Aufgabe war bis jetzt diese Arbeit an der Basis zu stärken. Es ist dann doch jetzt zu überlegen, ob dann doch ganz oben ist es schwierig und da läuft es. Also man darf auch sich nicht beeinflussen lassen von den ganzen Berichterstattungen. Es tut mir leid, man versucht da irgendwas reinzureden, was gar nicht der Fall ist. Es läuft, die Jungs verstehen sich. Dieser ganze Vorwurf, es ist Unsinn. Es tut mir leid, so deutlich zu sagen. Es ist aber die Frage zu stellen, ob man nicht in den U-Mannschaften hingeht und einfach nur sagt, solche Verantwortung habt ihr, ihr seid Vorbilder, das erwarten wir von euch als Verband. Und jeder darf dann auch am Ende entscheiden, ob er sich dran hält oder nicht. Aber wenn sie nicht wissen, was man von ihnen erwartet, kann man dann später nicht sagen, das und das hast du vermasselt, weil die haben es nicht Bescheid bekommen. Das ist das, was man jetzt im Nachhinein sagen kann, okay, da musste man ansetzen. Es wäre sehr schön, wenn du dich darum kümmern könntest. Das mache ich. Sehr, sehr schön. Das kriegen wir hin, ne? Ja! So, Mittwoch war es endlich soweit. Nach 2 Monaten intensivem Nachdenken hat sich der Bundestrainer geäußert. Seine persönliche WM-Analyse. Das war übrigens die längste Pressekonferenz des DFB, seit es den DFB scheinbar gibt.
ist aber auch schon der einzige Superlativ. So schaut's aus. Fangen wir mit etwas Positivem an. Jogi Löw ist tatsächlich fähig zur Selbstkritik. Und wir dachten immer, er kennt das Wort gar nicht. Mein allergrößter Fehler, wir haben es nicht geschafft. Das war fast schon arrogant. Das war die größte Fehleinschätzung. Da hat er doch glatt in 5 Minuten mehr zugegeben als vorher in 12 Jahren. Respekt! So schaut's aus. Apropos Selbstkritik, diese Fähigkeit ist bei Oliver Bierhoff etwa so ausgeprägt wie bei diesem Herrn. Bierhoff bügelt sämtliche Vorwürfe einfach ab. Zu wenig Nähe zum Fan? Stimmt nicht. Zu viele Marketingaktivitäten? Stimmt auch nicht. Und der selbstherrliche Slogan, die Mannschaft, den selbst der DFB-Präsident weghaben will, da ist jetzt... Mit verschiedenen Stakeholdern auch zu sprechen. Mit wem? Stakeholder? Ist das eine Fleischzange? Ah, verstehe. Wir waren in Russland nicht ganz durchgegart. Uns hat einfach die richtige Einstellung gefehlt. Wir sind selbstgefällig aufgetreten. Stimmt, aber Bierhoff sagt wir und meint die Spieler und vielleicht den Trainer. Fazit von Bierhoffs Auftritt? Das war fast schon arrogant. So schaut's aus. Aber jetzt mal zu den Inhalten der großen, schonungslosen WM-Analyse. In Russland sind wir alle weit unter unseren Möglichkeiten geblieben. Ach was, und wir sind ein bisschen zu wenig gesprintet. Nix für ungut, aber so eine Analyse liefert jeder C-Klassentrainer 2 Stunden nach Spielende. Dass sich Löw für solche windelweichen Phrasenschwein-Erkenntnisse 2 Monate Zeit genommen hat, das ist mit Verlaub... fast schon arrogant. So schaut's aus. Das Fazit dieser WM-Analyse lautet, man hat 2 Monate Zeit sinnlos vergeudet. Schau mal wieder in meine Runde. Eine, der schüttelt den Kopf. Warum? Arrogant finde ich diesen Beitrag. Dieser Beitrag ist arrogant und ist überheblich und wird in keinster Herr Weise... Herr Satire. Das war Satire, anfeuern. Ich kann nur sagen, ich kann nur sagen, dass ich es so empfunden habe, ist meine persönliche... Dass Jogi Löw als Trainer so viel auf sich nimmt. Ich hätte mir gewünscht, er hätte gesagt, die Spieler haben ihr Leistungspotenzial nicht angeboten. Ich will sie gar nicht namentlich nennen. Alle, die vor 4 Jahren Weltmeister geworden sind, haben sich schwächer präsentiert. Die Mannschaften, die er aufgestellt hat, haben schwach gespielt, haben schlecht gespielt. Und warum er als Trainer, als erfolgreicher langjähriger Bundestrainer, so viel Asche auf sein Haupt nimmt, um das Ganze darzustellen, da wünsche ich mir einfach, und auch in der Bundesliga in der Bundesliga ist es Mode geworden, dass die Trainer ihre Spieler nur noch schützen. Jupp Heynckes wird im höchsten Maße dafür gelobt, immer ein verständnisvoller Spieler. Jeder Trainer ist inzwischen Soziologe, Pädagoge, und es gibt für Spieler immer nur Lob, 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 selbst wenn man nicht erfolgreich ist. Ich halte das für falsch. Man darf auch mal Ross und Reiter nennen und man darf auch mal sagen, der hat schwach gespielt, hat sein Leistungspotenzial nicht angeboten und deshalb sind wir in der Weltmeisterschaft gescheitert. Mir hat Löw, um es abschließend zu sagen, zu viel auf sich selbst projiziert. Das habe ich mehr bei der Mannschaft gesehen. Das spricht ja auch für den Bundestrainer. Der hat Größe, zu Fehler zuzugeben. Und er wird intern Kritik ausüben. Also da bin ich mir fest davon überzeugt. Wenn er das öffentlich gemacht hätte, dann wäre er nicht mehr Joachim Löw mit seiner Größe. Du hast 3-mal das Wort angeboten benutzt. Das ist mir dann wieder in die andere Richtung zu viel. Ein Trainer ist vorwiegend dazu da, aus dem, was da ist, das Beste rauszuholen. Das ist Jogi Löw nicht gelungen. Insofern gibt es genug Platz und genug Anlass zur Selbstkritik. Im Gegensatz zu vielen Beobachtern fand ich das, was er gesagt hat, in sich schlüssig. Ich fand diese Pressekonferenz sehr deutlich, sehr klar. Ja. Das Ganze, sagen nicht 2 Monate, aber sagen wir mal 7 Wochen früher. Und wir hätten damit sehr gut leben können. Vor allem, weil ja, Achtung, entscheidend am Donnerstag auf dem Platz sein wird. Danke. Es geht gegen Frankreich. Wir werden gegen Frankreich spielen.
Und wir werden, wenn wir uns am Freitag hier treffen würden, werden wir sehr an diesem Ergebnis entlang diskutieren. Und das ist ein großer Fehler, glaube ich, den Jogi Löw gemacht hat, strategisch. 2 Monate mit sehr viel auf Grindel, der dann sagt, tiefgreifende Änderungen. Es ist sehr viel reingepumpt worden in die Geschichte. Du kannst diese Mannschaft nicht auswechseln, weil sie im besten Alter ist. Wenn das alte Säcke gewesen wären, hättest du sagen können, wir brauchen den Neuaufbau. Es war der mit Abstand beste Kader. Ich habe diesen Kader für besser gehalten als vor 4 Jahren, als man Weltmeister wurde. Er hat nur nicht abgeliefert und man hat aus dem, was da drin war, nicht das Beste rausgeholt. Das lässt du 2 Monate gären. Und dann kommst du damit. Alle sind ungeduldig, sind überkritisch. Ich glaube, solange diese Zeitspanne zu lang war, so viel zu kurz wird der Bewertungszeitraum sein am Ende nach dem Spiel am Donnerstagabend. Also ich würde gerne noch mal sagen, also ich glaube, zu überkritisch, also nach den Leistungen gegen Südkorea und der gesamte Auftritt bei der Nationalmannschaft vor und während und nach der Weltmeisterschaft, ich glaube, da muss man gar nicht überkritisch sein, um das zu sagen, das war von vorne bis hinten nichts. Nichts. Und die Verantwortlichkeit, um es nochmal klar zu machen, ist dafür ein Trainer da, der aus dem, was da ist, das Beste zu machen. Und es ist ja tatsächlich so, dass die Spieler, die dort waren oder auch diejenigen, die nicht mitgenommen worden sind, natürlich das Potenzial haben, bei einer Weltmeisterschaft weit zu kommen. Zumal bei dieser WM. Es war noch nie so leicht, Weltmeister zu werden. Und auch die Mannschaft, die jetzt sozusagen noch an Spielern da ist, auch die haben die Möglichkeit, wieder sehr gut und erfolgreich zu spielen. Es geht darum, dass in diesen 8 Wochen und in der Vorbereitungszeit und auch den Wochen davor diese Möglichkeit das Trainerteam das nicht erkannt und nicht genutzt hat. Und es wäre die Aufgabe vor allem des Trainers, diese Dinge zu erkennen und die richtigen Impulse zu setzen. Und da wird man ganz viel auch in der Analyse nachher finden können, wo die Verantwortlichkeiten tatsächlich liegen. Natürlich haben die Spieler am Ende auch die Leistung nicht gebracht. Aber wenn die Mannschaft so erfolgreich war, wie sie zum Beispiel beim Confed Cup war, da wurde ja auch zu berechtigter Weise gesagt, da hat der Trainer aber die richtigen Spieler ausgesucht. Er hat gesagt, also die Erfolge, das Feuer nicht wecken, die Leidenschaft und solche Dinge. Und der zweite Punkt, den ich gerne noch anbringen würde, ist zu sagen, was heißt das jetzt für die Zukunft? Also da hat man wahnsinnig wenig an Konsequenzen gehört, eigentlich fast gar keine. Reden wir sofort drüber, über die Zukunft. Okay. Zukunft war das letzte Stichwort. Ja, dass man was muss denn passieren? Also personell haben wir ja gerade, oder haben wir gehört die Woche, ist ja also hat sich nicht viel geändert. Ich glaube, was halt noch eine Schwierigkeit sein wird, ist, dass die Enttäuschung ja und auch der Überdruss, also wie man das erlebt hat, auch die Entfremdung, die tatsächlich stattgefunden hat, dass das jetzt auch ein Ballast ist, den die Mannschaft mitschleppen wird. Mit einem neuen Trainer wäre die Situation jetzt eine ganz andere. Da könnte man eine Perspektive entwickeln, vielleicht was man vielleicht verändern will. Und man würde sozusagen frei in die neue Zeit gehen. Wir werden jetzt sehr genau auf dieses Spiel gegen Frankreich schauen. Wenn es gut läuft, wird man schon zufrieden sein. Aber es wird bestimmt auch dann oft wir heißen... Wir werden viel genauer auf dieses Spiel gucken, als es diesem Spiel normal, zusteht. Ja. Natürlich, das ist ein Kasper-Wettbewerb. Es entsteht sofort auch wieder ein Druck, eine Situation, um keine Freiheit, sich sozusagen zu entwickeln. Und man wird dann auch wieder, wenn es gut läuft, wird es oft heißen, warten wir mal ab, bis die Europameisterschaft beginnt. Wenn es schlecht läuft, wird man sagen, naja, das haben wir doch erwartet, da konnte doch nicht anderes erwartet also werden. Also wir machen hier einen Trainerwechsel. Ja, ich finde, wenn man es so komplett scheitert, wie bei der Weltmeisterschaft, man kann ja ausscheiden, aber sozusagen, was da alles passiert ist und nicht geklappt hat, finde ich, natürlich ist das ein Grund, zurückzutreten. Und wir machen ein öffentliches Training, dann ist alles wieder gut. Also bei dem, was er jetzt alles vorher geleistet hat, in Anführungszeichen, und bei dieser Pressekonferenz, wo er wirklich jedes Problem angesprochen hat, ja, und dann ist nicht unbedingt immer nur die Mannschaft schuld, sondern es ist der gesamte Verband schuld, das gesamte Konstrukt, die das nicht hingekriegt haben. Und vielleicht hat man gemerkt, dass man als Mannschaft stärker sein sollte als Hashtag. Denn da war der DFB ganz groß als Hashtag, aber nicht als Mannschaft. Ich habe jetzt mal eine rein sportliche Frage, ihr werdet es nicht glauben, gibt es heute auch noch. Bei der Nominierung vermisse ich einen Sechser. Ist der Sechser nicht mehr so wichtig? Brauchen wir den nicht? Brauchen wir keine Absicherung? Ja, wenn würde man da einladen und gibt es genug Spieler, die sozusagen die Spieler, die enttäuscht haben bei der WM, sie gleichwertig ersetzen können? Ich sage nein und ich sehe ein Problem. Es wurde so ein bisschen angesprochen, aber es war offensichtlich, dass es ein Problem gab. Also das war keine Mannschaft, das war nicht die Einheit, die DFB oder die
die Mannschaft so stark gemacht hat. Man sagt, der Kader war besser als 2014. Ich sage nein, man hatte einen Lamm verloren, Schweinsteiger, einen Mertesacker, einen Klose. Das sind Spieler, die diese Mannschaft getragen haben. Wir haben schon darüber gesprochen. Es geht nicht nur um die Leistung auf dem Platz, das haben sie auch gebracht. Aber es geht auch um die Verantwortung, die sie getragen haben. Und das war nicht gegeben. Und das hat ja, leider darum, was eine Stärke der Mannschaft ja. war, eine Einheit zu bilden. Und das war mit das größte Problem für dieses Ausscheiden. Und darum muss es in Zukunft wieder gehen um Fußball. Und nicht um irgendwelche, ob einer eine Shisha-Pfeife mitbringt oder bis nachts um vier Playstation spielt, bis ihm der Strom abgedreht wird. Sondern es muss wieder um Fußball gehen. Um realistischen Fußball. Oliver, da bin ich ja bei dir. Das kannst du ja alles machen. Da muss nur die Leistung stimmen. Also wir haben. Naja, aber. Ja, das war, also, früher gab es Kartenspiele. Da aber genau, das wollte ich sagen. Die ganze Nacht gespielt. So, Hans. Die Sechserfrage. Du bist mir zu ruhig. Sechser. Hast du den Gladbach ein für Jogi? Zu dem, was du sagst, was ich sofort unterschreibe, ja. kommt etwas, was wir immer wieder auch, aber ganz schnell unterschätzen. Es ist die Erwartungshaltung. Erinnert euch mal vor Brasilien. Ist keiner in Deutschland aufgestanden, außer diesen unverbesserlichen Optimisten, und gesagt, wir werden Weltmeister. Wisst ihr, warum nicht? Schweinsteiger war monatelang verletzt. Khedira Monate. Das, was du gerade als wichtige Position bezeichnest, haben wir richtig. Wir haben einen jungen Mann gehabt, Kramer, der sich in bewundernswerter Art und Weise reinkämpft und kommt in einer deutschen Mannschaft zu der Ehre, im Endspiel dabei zu sein. Obwohl er im Grunde genommen fantastischer Charakter ist, sehr ordentlicher Fußballer ist, aber nicht ein Weltmeister an sich von der Qualität. Dort hatten wir vor dieser WM aber richtige Zweifel, auch Jogi-Zweifel, die Spieler-Zweifel, was sich im Grunde genommen dann in einer fantastischen Einstellung untereinander ausgewirkt hat, wie wir uns untergehakt haben und wie wir mit ein bisschen Glück, ich denke da an Algerien, war das Algerien? Ja. Algerien, im Endspiel lief auch eine ganze Menge für uns. Ich will mal so sagen, sind wir Weltmeister geworden, jetzt habe ich aber 4 Jahre. Da spielt ihr auch eine Rolle. Hier, du auch. Nee. Ich habe aber mitgespielt. Nee, Hans. Vier Jahre, lass mich jetzt ausreden. Ja, ich habe dann sage ich dir was dazu. Vier Jahre haben wir in einer unglaublichen Art und Weise eine Atmosphäre geschaffen, dass wir in den letzten anderthalb, drei Monate nur davon gesprochen haben, es wird doch endlich mal Zeit, dass jemand diesen Uraltrekord von Brasilien... Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Die Journalisten. Nein. Das hat der Bundestrainer gesagt. Das hat der Bierhoff alles gesagt. Sag mal, wenn das... So, falls ich jetzt weiß, habe ich... Wir sind in der Vorrunde ausgeschieden. Es kann durchaus sein, dass das mit meinem Mangel an Kommunikation, mit den neuen Geräten zu tun hat. Also dann muss ich alles zurücknehmen. Nein, es kam aus dem DFB und aus der Mannschaft. Ich habe lange Wochen davor gesagt, das große Problem... sein, Weltmeister wieder dazu zu bringen. Ich spreche jetzt mit der Sendeleitung, ob wir die Sendung verlängern können. Das ist in Ordnung für euch, aber jetzt machen wir noch mal ganz kurzes Break. Dann sind wir noch mal da und reden gleich weiter. Hi von Aldo Band, wir sind nochmal zurück live im Hilton-Hotel am Münchner Flughafen beim Check24 Doppelpass. Heißt die Diskussion weiter um den DFB, um die Nationalmannschaft. Oliver, wie sieht die Zukunft aus? Jogi Löw hat auf jeden Fall eine zweite Chance verdient. Ja. Und da muss man jetzt schauen, wie er die nutzt. Oh. Und der Herr Bierhoff kann vielleicht, das ist ja nicht so weit von Starnberg zur Säbener Straße, dort lernen, wie man Fannähe leben kann und lebt, obwohl man mit den großen Wölfen heult. Wie viel Euro war das? 6? Inhaltlich richtig, aber teuer. Gut, hast du auch noch Geld für uns? So. Auch noch viel Geld eingesammelt. Ihr habt ja schon fleißig gefüttert, das Phrasenschwein. Ich sage auch noch Danke an den FC Bayern Fanclub Schwarzfelder Lederhosen, an die Regensburger Deifeln und an Fritz Zinnecker vom Löwen Fanclub 68 in Langfurt und Check24 verdoppelt wie immer ihre Spenden. Dankeschön. Ich möchte Sie, jawohl. Ich möchte Sie an dieser Stelle auch darauf hinweisen, den Doppelpass gibt es Montagmorgen jetzt immer auch als Podcast zu hören und
gucken Sie doch auch mal rein bei unserem neuen Videopodcast Sport 1 Generation Fußball. Da diskutieren nämlich Mike Hanke, Jonas Hummels, Ansgar Brinkmann und Rollo Fuhrmann zusammen. Also Generation Fußball gerne mal reinklicken. Und zum Schluss, das wollen wir nicht verpassen, auch noch unser Dopafon aufzulösen. Wir haben Sie ja gefragt, kann Löw die Nationalmannschaft wieder an die Weltspitze führen? Und das sind Ihre Antworten. Löw schafft das auf diese Weise nicht. Es muss eine totale Erneuerung stattfinden im DFB und im Umfeld der Nationalmannschaft. Meine Meinung ist, dass ein Neubeginn nur mit einem neuen Trainer stattfinden kann. Ich denke, dass er bei der EM 2020 dann schon wieder mit einer anderen Mannschaft erfolgreich sein wird. Jogi Löw hat es verpasst, einen radikalen Schnitt und Umbruch einzuleiten. Er hat im Prinzip eine neue Frisur mit alten Zöpfen gemacht. Also mit dieser Konzeption und mit diesen Aussagen wird der DFB sicherlich nicht an die Weltspitze zurückrücken können. Der Herr Löw wird es schon schaffen können, wenn er halt die richtigen Spieler nominiert und nicht wieder auf die Spieler setzt, die bei der WM versagt haben. Also, sehr viel Kritik doch. Was war das? Neue Frisur mit alten Zöpfen? Dafür zahle ich jetzt noch mal was rein. Wir sind durch. Klaus, sag noch was. Sports for Life liegt dir sehr am Herzen. Worum geht's? Ja, es ist ein Projekt in meiner Heimat in Brasilien. Ich habe vom Fußball so viel bekommen, Anerkennung, aber auch finanziell. Das möchte ich den Kindern dort helfen, die sehr wenig haben, vor allem dann auch wenig Perspektive. Und da möchte ich auch durch mein Beispiel, aber durch meine Stiftung, durch das Projekt dann auch unterstützen, dass sie über den Tellerrand schauen können. Und das ist für mich sehr wichtig. Tolle Sache. Danke auch, dass du hier warst. Hat sehr viel Dank an euch alle. Es war ja eine. Ich muss mich jetzt erstmal zwei Tage erholen von der Runde hier. Aber habt ihr toll gemacht, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke Ihnen zu Hause auch. Danke an Ruth, danke an Bernd. Danke von Adel und Bernd. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Also. Und keine Angst, es ist alkoholfrei.